Die Champagne, Namensgeber für einen der bekanntesten und wohl auch begehrtesten Schaumwein der Welt, den Champagner. Hier im Ort Epernay, auf der Prachtstraße Avenue de Champagne, merkt man sofort, dass diese Region ganz im Zeichen des exquisiten Stimmungsmachers steht. Über 100 Champagnerhäuser haben sich hier im Nordosten Frankreichs angesiedelt. Jedoch nur die wenigsten kennt man auch bei uns. Wer jedoch die ganze Champagnerkultur authentisch erleben möchte, der fährt hinaus aufs Land, ins Herzstück der Champagne, nach Le Mesnil-sur-Auger, eines der bedeutendsten Weinanbaugebiete. Hier reihen sich fast endlos die Rebstöcke aneinander. Die fast unscheinbare Gemeinde ist ländlich geprägt und man vermutet nicht, dass sich hier eine der exklusivsten Champagnermarken verbirgt. Salon. Für Kenner der Olymp. Willkommen bei Champagne Salon. Madame Campeau gewährt uns Einlass und führt uns durch die berühmten Gemäuer und Weingärten von Eugène Aimé Salon. Also die Geschichte von Champagne Salon ist eine sehr spezielle Geschichte. Es handelt sich um einen Champenois, Monsieur Salon, der alles am Anfang des 20. Jahrhunderts angefangen hat. Und er wollte seinen eigenen Champagner herstellen. Einen Champagner, der für die Ewigkeit bleiben würde. Ein Champagner, der immer noch seine Frische hätte, nach 30, 40 oder 50 Jahren. Total anders, was total unterschiedlich von der Tradition champenoise ist. Am Anfang kreierte Monsieur Salon den Champagner nur für sich und seine Freunde. Nur wenige Flaschen wurden abgefüllt und das Beste war ihm gerade gut genug. Nur die wenigsten Jahrgänge waren es wert, überhaupt gekeltert zu werden. Dieser Philosophie bleibt man bis heute treu. Was macht Champagne Salon so besonders, ist, dass es ein Champagner ist, der der ganze Gegenteil eines traditionellen Champagners ist. Das heißt, hier werden die Weine nicht gemischt, sondern es ist eine einzige Weinlage, Le Mesnil-sur-Auger, eine einzige Traube, Chardonnay. Und aus einem einzigen Jahrgang. Die Auswahl der Traube, die Auswahl der Herkunft, die Auswahl des Jahrgangs, des Jahres sind natürlich wichtig, aber es gibt vielleicht noch was Wichtigeres, und zwar die Pflege des Weinbergs. Das ist die Basis für einen Jahrhundert-Champagner. Zum Beispiel setzen wir Gras an in unserem Weinberg, damit die Trauben nicht, die zukünftigen Trauben nicht verderben. Das ist eine Art und Weise, wie man die Pflanze balancieren kann. Also wir sind sehr stolz darauf, dass wir diese ökologische, umweltfreundliche Kultur haben, damit wir besser die Pflanzen respektieren können, den Boden respektieren können und endlich den Kunden respektieren können. Trotz des außergewöhnlichen Aufwandes wurden seit Gründung des Hauses nur 38 Jahrgänge abgefüllt. Jeder Jahrgang wird dann in der Hall of Fame der Champions League des Hauses präsentiert. Es ist jetzt hier unsere Ahnengalerie. Das ist die Sammlung von Champagne Salon. Und da kann man hier sehen, dass das erste Jahr hier 1921 war. Und dass man weitergeht mit 25, 28, 34. Also man versteht, dass es einige Jahre natürlich fehlen. Und der Grund ist, dass Champagne Salon stellt einfach nur die besten Jahrgänge auf den Markt. Wir nehmen nicht jede Auslese, sondern nur die besten, die lesen, wo man die beste Qualität kriegt. Und das war zum Beispiel der Fall für diesen unglaublichen 59,
Das war ein sehr heißes Jahr. Wir haben genug Reife bekommen und aber auch einen schönen Säuregehalt, was für uns sehr, sehr wichtig ist. Diese ausgesprochene Rarität steigert natürlich auch die Begehrlichkeit. Doch nur wenige kommen in den Genuss, das Perlen am Gaumen zu verspüren. So knallen die Korken von Salon zum Beispiel im Élysée-Palast und bringen Präsidenten wie Staatsgäste in Verzückung. Wir sehen hier einige Menüs, verschiedene Menüs hier vom Élysée-Palast, wo für Staatsgäste Champagne-Salon serviert wird. Es ist nicht für jedem Mittagessen, aber für besondere Staatsgäste ausschließlich. Ob Champagne-Salon für Frau Merkel ausgeschenkt wird, weiß ich nicht. Wir setzen unsere prickelnde Safari fort und geben den Geschmacksnerven erste Streicheleinheiten bei der Verkostung einer weiteren traditionsreichen Marke, de la Motte, ebenfalls in Le Mesnil-sur-Auger ansässig. Das Haus wurde bereits 1760 von François de la Motte gegründet. Hier erhalten wir auch die wichtigsten Champagner-Fakten. Ein klassischer Brut ist ein Wein, der aus verschiedenen Jahrgängen, aus verschiedenen Lagen, aus verschiedenen Rebsorten hergestellt wird, zusammengesetzt wird. Das heißt, es gibt normalerweise drei verschiedene Jahrgänge und drei Rebsorten, Pinot Noir, Pinot Meunier und Chardonnay, und mehrere Lagen, das heißt verschiedene Ortschaften in der Gegend. Die Reben stammen aus verschiedenen Orten, was wir hier ein Grün nennen, eine Lage. Mhm. Was Blanc de Blanc heißt, heißt ein Champagner, der ausschließlich mit der weißen Rebsorte hergestellt wird, und zwar Chardonnay, die einzige weiße Rebsorte. Man hat hier viele frische, viele Mineralität auch, also ein perfekt Aperitif. Der Blanc de Blanc Millésime ist dann die Königsklasse. Er umfasst nur einen Jahrgang von einer Rebsorte und einer Lage. Und hier im Kellergewölbe lagern die Schätze. In regelmäßigen Abständen werden die Flaschen gedreht, rütteln im Fachjargon. Das Flaschendrehen ist ein wichtiger Prozess, das nur ein ganz bestimmtes Ziel verfolgt. Beim Champagner herstellen brauchen wir nicht nur tolle, schöne, reife Trauben, sondern auch diese Rüttelpulte. Und zwar, wir brauchen jetzt die Weine zu drehen, denn es gibt in dem Wein eine Hefe, die herausgebracht werden muss. Und deshalb müssen wir jeden Tag die Flaschen drehen. Und deshalb brauchen wir solche Männer, so wie Anthony, die jeden Tag die Flaschen drehen. Das ist unser Remueur. Nichts für schwache Sehnen bei über 1000 Flaschen am Tag. Wir gehen jetzt in die Schatzkammer von Salon. Das Erinnern ist sehr wichtig bei Salon, deshalb haben wir hier die ganze Sammlung der verschiedenen Jahrgänge, die bei Salon hergestellt werden. Und niemand ist hier, ist nie drin hineingegangen. Und für Sie mache ich die Tür auf. Und es sind hier die ältesten Champagner. Flaschen von Salon, und zwar die ältesten auch, die von 1928 sind. Also die ältesten Flaschen, das ist wirklich der Schatz des Hauses. Mit diesem Jahrgang zählt Salon zu den jüngsten Häusern in der Champagne, hat aber die meisten in Geschmack und Qualität längst überholt. Und jetzt erleben wir einen spannenden Moment, und zwar die Geburt einer Champagnerflasche. Der Wein wird zwar von der Hefe, von seiner Hefe befreit, und das zeigt uns gerade Anthony. Und geht's! Eine höchst feierliche Geburt, die natürlich stilecht im Kellergewölbe gefeiert und begossen wird. Die Geburtsstunde wird mit Spannung erwartet. Ist sie doch auch ein Gradmesser für den gesamten Jahrgang. Chardonnay bringt in einer Champagne die Spannung, bringt die Reinheit, bringt die Aromen.
Champagner, die von Chardonnay gemacht sind, haben immer eine tolle Eleganz, viele Komplexität und eine große Möglichkeit, in Zeit zu dauern. So, jetzt wird es Zeit, eine kleine Kollektion von de la Motte und Salon zu verkosten. Im stylischen Ambiente rückt der Zeitpunkt näher, in dem einer der besten Blanc de Blancs am Gaumen prickelt. Für Champagnerfreunde ein höchst aufregender Moment. Entsprechend fabelhaft und lyrisch gestaltet sich auch die Analyse. Jetzt verkosten wir Champagne de la Motte 2007 Grand Cru Blanc de Blanc. 2007 war ein Jahr, der reifer als der Durchschnitt war und auch mit mehr Säure. Das ist ein kräftiger Wein, das ist ein männlicher Wein sozusagen. Und man riecht es durch die sehr warme Marmelade, gelbe Früchte, Marmeladearomen zum Beispiel. Durch diese mehr Kraft im Mund, diese hohe Densität im Mund, diese Spritzigkeit, diese Säure, die den Wein weiterbringt. Es ist ein bisschen außergewöhnlich, aber jedes Mal, dass ich den Wein verkoste, es erinnert mich an diese Studentenjahre, als ich zurück nach Hause um 6 Uhr morgens kam und die Patisserie in der Straße wurde gleich geöffnet und es riechte von Croissant, von Pain au Chocolat, von Pain aux Amandes, alle diese butterige, nussige, süße Aromen, die frisch im Morgen kommen. Es gibt auch im Plus diese Weißblumenaromen, ein bisschen wie ein Feld im Frühling. So, das ist ein Wein, der sehr, sehr einfach zu trinken. So ist Champagner offensichtlich nicht nur Genuss, sondern beflügelt manchen Gourmet zu wahrer Poesie. Der Champagner ist die Krönung der Weinveredelung. Entsprechend veredelt er auch feinste Speisen und Menüs. Kein Wunder also, dass gerade die Sternegastronomie den Champagner auf die Rezeptliste stellt, wie hier das Tantris, der Gourmet-Tempel mit Kultfaktor. Spitzenkoch Hans Haas ist mit 2 Sternen geadelt. Entsprechend können wir uns auf ein außergewöhnliches Gericht mit Champagner freuen. Seezunge steht auf dem Plan und der Meister ist bereits fleißig am Werk. Jeden Tag tüftelt er an neuen Geschmacksnuancen und hat sich auch für unsere Champagnerspeise etwas Besonderes einfallen lassen. Der Fisch wird mit Ei gefüllt und speziell zubereitet. Du mal einen Teller beginnen, mit etwas Butter. Diese Methode ist überhaupt eine der schönsten für mich. Vor Jahren habe ich das schon mal entwickelt. Und der Gag an der Küche ist eigentlich wunderbar mit dieser Folie, also über diesen Fisch, ja, gebe ich da drüber, mache das gut zu und stelle das dann in den Ofen bei ca. zwischen 80 und 90 Grad, so für zwischen 15 und 20 Minuten. Und sollten Sie zu Hause so einen Tellerwärmer haben, dann ist es das Optimale, oben hin auf die Teller das hineinzustellen. Dann werden Sie sehen, das ist eine Sensation. Genauso können Sie Fische machen mit Lachs oder sowas, das ist wunderbar. Ja. Sonst ist es immer trocken und so bleibt es wunderbar saftig. Ja, das ist Wahnsinn. Während der Fisch mit Ei im Bauch sanft gart, setzt Hans Haas die feine und elegante Soße an. Ein Schuss Champagner sorgt nun für die erwünschte Frische, Leichtigkeit und natürlich auch die französische Eleganz. Der Gipfel der Genüsse gestaltet sich schließlich in Form einer kleinen Kaviarkrone auf dem Fisch. Zum Schluss machen wir noch eine Suppe, und zwar eine kalte Suppe, nämlich eine Champagner-Suppe. Dazu nehmen wir Holunderblütensirup, Champagner, etwas Leiterzucker und Gelatine. Das Ganze wird dann aufgeweicht und dann in die kalte Flüssigkeit gegeben, am besten auf Eis. Dann wird es kurz durchgerührt und kaltgestellt, dann bleibt es so schön so luftig. Dazu geben wir Himbeeren. Natürlich kann man da alle anderen Früchte auch verwenden. Erdbeeren, Heidelbeeren, was einem einfällt. Und jetzt geben wir jetzt auch nur ein bisschen in diese Zucker, wo ich die Himbeeren mit Zucker. Jetzt werden die so schön. Die riechen gut. Was der Champagner ausmacht, gell? Der Wahnsinn. So. Und jetzt kommt der Höhepunkt. Jetzt tun wir in diese schöne Suppe, geben wir nochmal ein bisschen an frischen Champagner rein. Und zum Schluss kommt hier jetzt nochmal ganz fein geriebene frische Limette drauf. Fertig! Sternstunden im Tantris.
Hans Haas ist es wieder einmal gelungen, in nur wenigen Minuten eine Gourmet-Oper auf dem Teller zu inszenieren. Mit kleiner Unterstützung aus der Champagne. Dort hat man natürlich nicht nur Sinn und Geschmack für Champagner, sondern auch für andere Leckereien wie zum Beispiel Torten und Pralinen. In Épernay hat sich die Familie Dallet einen Namen für vorzüglichste Pralinen und Schokovariationen gemacht. Der Franzose liebt die süße Versuchung. Entsprechend drücken sich viele Passanten die Nase am Schaufenster platt. Wahre Kunstwerke füllen das Schaufenster aus. Viel zu schön, um gegessen zu werden. Und verantwortlich für die süßen Träume ist Vincent Dallet. Der junge Pâtissier hat sein Talent von seinem Vater geerbt. Auch er ist ein wahrer Meister in der Gestaltung von Pralinen. Jeden Tag werden hier bis zu 20 verschiedene Sorten gegossen und dekoriert. Jede von ihnen ist eine Eigenkreation, oft von anderen kopiert, doch nie das Original erreicht. Seine Rezepturen sind streng geheim und werden in einem Safe aufbewahrt. Vincent liebt seinen Beruf und das sieht und schmeckt man auch. Er ist ganz besonders stolz, hier in Épernay in die Fußstapfen seines Vaters zu treten und die lange Tradition weiterführen zu dürfen. Meine Familie führt das Geschäft hier seit 1991. Damals hatten wir nur zwei Lehrlinge, aber jetzt sind wir schon über 20. Ich bin seit 2 Jahren dabei und setze diese lange Tradition fort. Wie Sie sehen, haben wir eine große Auswahl an kleinen Törtchen und Pralinen. Das liegt daran, dass unsere Kunden ganz verrückt nach Schokolade sind. In Frankreich ist es ja lange Brauch, dass man Kuchen, Gebäck und Torten zu jeder Tageszeit isst. Ganz einfach, weil es uns schmeckt und wir Süßes lieben. Insbesondere bei großen Anlässen oder Familienjubiläen. Bei diesen Bildern kommt jedoch der Verdacht auf, dass den Franzosen gerade jeder Anlass recht ist, herzhaft zuzugreifen und reinzubeißen. Wer jeden Tag Schokolade isst, weiß nicht, wie Pralinen schmecken. Das hier ist eine der neuesten Kreationen unseres Hauses. Wir haben ja derzeit Apfelsaison und da wollten wir eben etwas mit Apfel und Karamell spielen. Das passt sehr gut zusammen. Als Basis haben wir Karamell mit Meersalz und darüber ein Kompott aus Äpfeln, die wir klein schneiden und dann über Nacht im Ofen karamellisieren. Und darüber gießen wir dann eine vorzügliche Schaumcreme, die macht das Arrangement luftig und leicht, eine Art Schlagsahne. Das Ganze garnieren wir dann noch mit etwas Schokoladen-Crispies, damit der Geschmack etwas knackiger und krosser wird. Vincent verwendet für seine Delikatessen nur feinste Produkte. Angefangen von der Schokolade bis hin zu den Früchten, Nüssen und Gewürzen. Nur das Erlesenste wie Kakao aus Madagaskar wird hier verarbeitet. Das hier ist auch eine ganz spezielle Kreation unseres Hauses. Das gibt es nur bei uns. Wir wollten zunächst nur etwas aus Schokolade machen, jedoch ohne Zusatz von Gluten. Immer mehr leiden auch bei uns unter Allergien und darauf reagieren wir natürlich. Also haben wir hier einen echten Schokoladenkuchen, aber ohne Mehl und Gluten. Darüber eine Mousse Schokolade mit dem besten Kakao aus Madagaskar und hier noch eine schöne Lage mit Biskuit und feinster Schokoladencreme, natürlich auch mit Kakao aus Madagaskar. Natürlich backt Vincent auch Salziges und Herzhaftes, wie dieses französische Original, die sogenannte Quiche, die ihren Ursprung in Lothringen hat. Hier sehen Sie diese für Frankreich typischen Fleischtörtchen. Es gibt aber immer mehr Vegetarier, insofern haben wir uns auch hier auf diese Kundschaft eingestellt und bereiten verstärkt Gemüsequiche zu. Selbstverständlich kommen alle Produkte aus der Region, nur wenige Kilometer von unserem Laden entfernt. Das ist für uns sehr wichtig. Wir haben hier zum Beispiel Tomate, Lauch, Zucchini, Aubergine. Je nach Jahreszeit gestalten wir die Quiche anders. Eine Quiche der Saison sozusagen. Im Sommer verarbeiten wir mehr Tomaten und im Winter eher Auberginen. Vincent Dallet, ein Virtuose, der sich nicht nur als Pâtissier, sondern auch als Künstler sieht. Und seine Werke geben ihm recht. Zu schön, um gegessen zu werden.
Wir fahren wieder hinaus aufs Land auf der Suche nach einem weiteren Virtuosen. In Louvois werden wir fündig. Ganz versteckt, mitten im Wald, betreibt Thierry Guillon eine kleine Whisky-Destillerie. Für die Champagne schon sehr außergewöhnlich, aber mit der Herstellung überrascht er jeden. Ein riesiger Betonmischer ist der Schlüssel für seinen Erfolg. Eine pfiffige wie auch geniale Idee, die Maische für den Whisky anzumischen. So, jetzt haben wir unsere Betonmischer. Nicht für das Beton, aber für das Malz. Und damit werden wir das Bier herstellen. Wir mischen, oben ist eine Mehl, wir machen ein Mehl von Malz, gemischt mit Wasser. Und das dauert ca. 6 Stunden, diese Hydrolyse, was wir nennen. Damit werden wir das Bier herstellen, Bier ohne Hopfen, um zu brennen. So, das Bier wird 2 Wochen lang gären. Und diese Gärung ist gemacht durch Hefe aus der Champagne, die gleiche wie für Champagnerherstellung. Wie Sie sehen, das ist ein bisschen trüb, das ist der Gärprozess. Das ist ein Bier, aber ohne Hopfen, das ist ein Bier zu brennen. Und das schmeckt ähnlich wie ein Apfelwein, ein Apfelsaft, wissen Sie, wie in Frankfurt. Zum Wohl. Fast so gut wie Champagner. Thierry ist überzeugt, dass sein Whisky noch besser schmeckt. Mit viel Herzblut, Engagement, Humor und Begeisterung hat er sich hier seinen Lebenstraum erfüllt und sich mühsam alle Geräte zusammengespart. Diese kleine Brennanlage ist wie ein Mercedes oder ein Rolls-Royce. Der hat ein Vermögen gekostet am Anfang. Und ich habe damit die Qualität hergestellt, was ich wollte. Wie gesagt, es dauert ca. 4 Stunden. Und was kommt danach? Ist der Feinbrand, der ist noch klar wie ein Wasser, hat 70% Volumen und wird danach in der Mitte der Champagner, in der Montagne de Reims, in der frischen Luft der Montagne de Reims, gelagert für 6, 8, 10 Jahre in Fässer, in Holzfässer. Auch bei der Lagerung geht Thierry völlig neue und unkonventionelle Wege. So, jetzt können Sie sehen, wo wir lagern, weil bei Whisky erstellen. Wir sind der Cousin der Whisky, wir sind ein Französischer. Wir lagern das in Container, gebrauchte Container. Es gibt einen Grund dafür. Wieso das? Weil wir in einer speziellen Region sind, das ist die Champagne, aber wir sind mitten drin in der Parc Naturel de la Montagne de Reims. Das ist ein geschütztes Gebiet, wo wir nicht mehr bauen können. Das heißt, ja, ich habe das benutzt, diese Container, gebrauchte Container, um einfach die Fässer lagern zu können. Da drin im Sommer ist 40 bis 50 Grad Celsius, im Winter minus 20 Grad. Das heißt, großer Temperaturunterschied und gleich mit der Feuchtigkeit. Und dieser Reifenprozess wird viel schneller als normal sein. So, in jeder Brennerei, wie Sie sehen, wir benutzen Malz. Und Malz bedeutet Mäuse. Und in jeder Brennerei gibt es eine schöne Katze immer, das ist der Fripouille. Und der ist da seit ca. 5 Jahren. Und wird sicherlich mindestens 20, 30 Jahre lang halten, weil er frisst jeden Tag ein paar Mäuse. Typen wie Thierry bereichern die Champagne. Ihr Enthusiasmus und Ideenreichtum sorgen dafür, dass die etwas raue und manchmal unwirtliche Region facettenreicher und mit einem weiteren Farbtupfer versehen wird. Jahre ist es her, dass er sich entschloss, Whiskybrenner zu werden. Eine kühne Idee in der Champagne, die aber von Erfolg gekrönt wurde. In einem alten Jagdhaus kommt Thierry nun zum gemütlichen Teil und erklärt uns, dass dennoch auch ein Hauch von Champagner in seinem Whisky steckt. Sie sehen hier immer am Neck. Glaube ich, sagt man. Entschuldigung. Das ist ihr Puligny-Montrachet. Das sind Fässer von verschiedenen Regionen. Ihr Puligny-Montrachet ist in Burgund. Sie haben zum Beispiel ihr Champagner-Fässer. Und jedes Mal, der Fass wird irgendwas anderes bringen, vom Geschmack, Geruch und so weiter. Zum Beispiel haben Sie hier Bagnols. Bagnols ist Südfrankreich, das ist ein Rotwein, Sweet-Rotwein, Süß-Rotwein aus Südfrankreich. Das wird ähnlich wie ein Portwein bringen. Und jedes Mal, dieser Geschmack ändert sich
Und das ist circa auf 8 Jahre Alterung. Ja. Und das ist der Unterschied. Wir benutzen nur französische Fässer. Wieso? Weil ich bin ein Önologe, Ingenieur Weinbau. Ich habe das in der Champagne studiert. Und diese Know-how, was ich gehabt habe, auch in Deutschland, ich habe 5 Jahre in Deutschland gearbeitet, das hat mir einfach diese Technik gebracht. Und ich wollte irgendwas hier machen. Pflanzen, Weinpflanzen, unmöglich, verboten, alles. Und ich wollte von dieser schönen Ecke irgendwas machen. Und dann habe ich mir gedacht, ja, wieso nicht eine Brennerei und wieso nicht Whisky? Und dann so hat das angefangen vor 17 Jahren. Und ich will einen Unterschied von Geschmack. Wir wollen keine Kopie von der schottischen Whisky, keine Kopie von der irischen Whisky oder aus Japan. Wir wollen einen französischen Whisky und besonders aus der Champagne. Und alles ist probiert. Ich habe noch nicht eine riesen Nase, aber ich hoffe, das kommt noch nicht. Aber alles ist probiert. Alles ist mit Assemblage gemacht, wie in der Champagne. Und das macht richtig den Unterschied zwischen diesem großen Markt von schottischer Whisky, irischer Whisky und so weiter. Und wir, diese Guillon, das ist eine Spezialität aus der Region. Und mit Malz gemacht, mit unserer eigenen Quelle. Und diese Quelle hat einen speziellen Geschmack, weil das Wasser hat sehr wenig Mineralien. Die ist sehr süß, sehr smooth, wie die irische Leute sagen. Und das macht den Unterschied. Und wir beliefern damit die gehobene Gastronomie, Ducasse zum Beispiel, der Ducasse in der Tour Eiffel. Und wir beliefern François Hollande, die Präsidentschaft, wir beliefern verschiedene Gastronomie und viele kleine Weinhändler in Frankreich. Thierry Guillon, so charismatisch und einzigartig wie das Ergebnis seiner Arbeit. Auch er ist ein unverwechselbarer Typ und Mann mit Passion. Benoît Jacquinet ist der Trüffelkönig in der Champagne. Wobei eigentlich seine Hündin Leila für den Erfolg zuständig ist. Schließlich ist sie es, die mit ihrer Schnauze die begehrten Leckerbissen im Boden erschnüffelt und ausgräbt. Die beiden sind ein unzertrennliches und eingespieltes Team. Liebe auf den ersten Blick und blindes Verständnis. It is a sort of complicity. Das Verhältnis zwischen mir und dem Hund ist etwas ganz Besonderes. Der Hund muss das Gefühl haben, die Trüffel für mich zu finden. Das ist ganz entscheidend. Das heißt, er sucht die Trüffel und wartet dann darauf, dass ich komme. Für Leia ist das eine Art Spiel zwischen ihr und ihrem Herrchen. Dieses Wechselspiel und die Kommunikation zwischen ihr und mir ist ganz wichtig. Über 2 Jahre hat Benoît mit seiner Hündin trainiert und ihr beigebracht, die Trüffel nur zu suchen und nicht zu fressen. Denn auch Hunde sind von Geschmack und Aroma fasziniert. So, dieser Trüffel ist nicht gut, das sieht man hier und normalerweise weiß sie das auch. Also, du musst dann nochmal suchen, der hier war nichts. Los, auf geht's, lass uns suchen. Ich habe ihr gesagt, dass dieser Trüffel nicht gut ist, denn er ist hier innen weiß und außen schwarz. Aber ich suche nach Trüffeln, die hier innen braun sind und etwas weiß. Denn das sind die besonders schmackhaften Trüffel. Maronenfarben, dann sind sie top. Der hier ist einfach zu weiß innen. Der hat keinen Geruch und deshalb lasse ich ihn hier. Über die Jahre ist Benoît richtig verwöhnt geworden. Der Trüffelexperte verarbeitet nur die Besten. Too small. Letztlich hängt aber der Erfolg auch von Leila ab. Nicht immer hat sie Lust, Trüffelsuche zu spielen. Aber auch Benoît musste viel lernen. It's a long experience. Man braucht sehr viel Erfahrung und Wissen, um den Wald und die Umgebung beurteilen zu können. The trees, the spot, the good spot,
Wir haben hier Haselnuss. Dort hinten Buche und auch noch Esche. Und in deren Umgebung wachsen auch sehr gerne die Trüffel. Wenn Sie den Boden und auch die Bäume erkannt haben, müssen Sie auch auf das Wetter achten. In der Champagne haben wir so rund 600 bis 800 mm Niederschlag im Jahr. Und das sind hervorragende Bedingungen für alle Pilzarten. Diesmal hat sie ihn nicht gegessen. Aber wenn die Trüffel sehr klein sind und ich nicht gleich in ihrer Nähe bin, versucht sie es doch immer wieder mal, den Trüffel auch zu fressen. Früher wurden für die Trüffelsuche fast ausschließlich Schweine eingesetzt. Inzwischen trifft man die nur noch sehr selten auf der Suche an. Ich weiß nur von 3 Schweinen in Frankreich, die für die Trüffelsuche angesetzt werden. Das Problem bei den Schweinen ist, sie suchen die Trüffel, um sie auch selbst zu essen. Denn sie haben gerade für die Schweine einen außergewöhnlichen Geruch. Und so versuchten im letzten Jahrhundert viele Bauern ihr Glück, indem sie ihrem Schwein ein Stück Trüffel zum Riechen gaben und dann mit ihnen auf die Suche gingen. Aber das Problem war, sie mussten den Trüffel vor dem Schwein finden und schneiden. Sonst würde das Schwein den Trüffel fressen. Leila hat da schon weitaus bessere Manieren. Zwar schnappt auch sie manchmal nach einem Leckerli, aber in erster Linie will sie ihrem Herrchen eine Freude bereiten, was jedoch nicht immer gelingt. Leider war es nicht ich, der hier den größten Trüffel entdeckt hat. Meine Mutter hat ihn mit einem unserer Hunde gefunden. Ich war sehr traurig, dass ich ihn nicht gefunden habe. Denn jedes Mal, wenn du auf Trüffelsuche gehst, hoffst du natürlich, dass du den größten findest. Der größte wog 350 Gramm. Ein stolzes Gewicht, gewiss auch für einen stolzen Preis. In seinem Haus hat Benoit ein kleines Museum mit Shop eingerichtet. Er zeigt uns, wie vielfältig der Trüffel verarbeitet werden kann, ohne seinen Charakter zu verlieren. Wir haben hier Trüffelbutter. Die lässt sich sehr leicht herstellen. Trüffelbutter schmeckt zum Beispiel hervorragend auf Toast. Oder ein Tipp, wenn Sie Freunde eingeladen haben, Trüffelbutter mit einem Glas Champagner. Sehr gut. Zudem stellt Benoit auch Öle sowie Trüffelcreme zum Verfeinern von Soßen her und ein weiteres bemerkenswertes Produkt. In der Champagne verarbeiten wir auch Trüffel zu Gewürzen, wie hier dieses Trüffelsalz. Damit verfeinern wir zum Beispiel Fleisch beim Braten oder würzen auch unsere Pommes damit. In unserem Restaurant haben wir ein spezielles Menü mit Trüffel kreiert, angefangen bei der Vorspeise bis hin zum Dessert. Jeder Gang wird mit Trüffel zubereitet. Aber dennoch bin ich der Ansicht, dass man den Trüffel am besten und auch intensivsten auf einem frischen und knusprigen Baguette genießen kann. Denn die Trüffelbutter eignet sich ideal, den Trüffelgeschmack zu kompensieren. Also um den Geschmack unverfälscht zu erleben, empfehle ich Trüffelbutter oder Creme. Bei diesem Anblick erklärt sich auch, warum Benoit gewiss morgen schon wieder mit Leila durch die Bäume streift. Unser kulinarischer Streifzug durch die Champagne führt uns weiter nach Tours-sur-Marne. Die Eindrücke am Wegesrand verraten, dass wir wieder auf der Suche nach einer neuen Champagner-Geschichte sind. Und die wird uns in einem der renommiertesten Häuser der Region erzählt, bei Laurent Perrier.
Das Gut wurde 1812 gegründet und insbesondere von Bernard Nonacourt geprägt, dessen bewegende Lebensgeschichte man bis heute in jedem Winkel entdecken kann. Den Bogen aus der Römerzeit, den Sie dort hinten sehen, hat Bernard Nonacourt hier im Garten wieder aufgebaut. Er war ein großer Sammler und Liebhaber von schönen Dingen. Mit seiner Liebe zum Detail hat er auch den Stil von Laurent Perrier geprägt. Bernard war den Menschen sehr nahe, aber insbesondere die Natur hat es ihm angetan. Und deshalb investiert unser Haus auch heute noch sehr viel in diese Parkanlage sowie in die umliegenden Gärten. In diesem Jahr haben wir sogar in London den ersten Platz für die schönste Gartenarchitektur gewonnen, eine sehr begehrte Trophäe. Der Preis wurde sogar von der Königin persönlich verliehen. Hier sehen Sie eine alte Weinpresse, die heute natürlich nicht mehr verwendet wird. Aber sie zeigt sehr anschaulich, wie früher der Wein und schließlich der Champagner hergestellt wurde. Das ist ein wichtiger Teil unserer Geschichte und deshalb schmückt sie auch diesen Park. Der Erhalt der Werte ist ein wichtiger Teil in der Firmenphilosophie. Hier direkt vor unserem Weingut wachsen auch unsere Chardonnay-Rebstöcke. Chardonnay ist der typische Wein unseres Hauses. Er prägt ganz klar den Stil und den Charakter unseres Champagners. Er verkörpert Frische, Eleganz und Feingefühl. Und das verdanken wir eben dieser Rebsorte. Neben Chardonnay bauen wir hier aber auch noch Pinot Noir an. Das Haus erntet zudem die Trauben an den besten Lagen in der Region. Ein wichtiger Garant für gleichbleibende Qualität, mit der die Marke gerade unter Bernard Weltruf erlangte. Hier befinden wir uns vor dem großen Ehrenhof. Hier werden immer unsere berühmten Gäste empfangen. Prinz Charles zum Beispiel war hier schon zu Gast und auch Mitglieder anderer Königshäuser. Aber diese Besuche sind für die Öffentlichkeit nicht zugänglich. Alles bleibt privat und diskret. Eine Einladung ist wirklich ein sehr großes Privileg. Jetzt geht es hinab in das Allerheiligste. An keinem anderen Ort wird einem die Geschichte von Laurent Perrier so bewusst und erlebnisreich erzählt wie im Kellergewölbe. In jedem Raum trifft man auf eine neue Epoche, so auch auf die Einführung des Grand Siècle in der unverwechselbaren Flaschenform, eine Hommage an die Kunst und Kultur des 17. Jahrhunderts. Wir sind hier in den Kellergewölben und hier haben wir uralte Flaschen aus dem 17. Jahrhundert, die dem Haus Laurent Perrier als Inspiration für den Grand Siècle gedient haben. Das ist für uns auch eine Reminiszenz an die Zeit Ludwigs des 14., eine Epoche, in der die Kulinarik, die Kunst und die Kultur in Frankreich zu neuer Blüte erweckt wurden. Im Gegensatz zu anderen Häusern sieht man sich nicht auf Siegerpodesten der Formel 1 oder großen Champagnergelagen der Prominenz. Man verkörpert vielmehr das familiäre Erbe und den Geist der jeweiligen Persönlichkeiten und deren Innovationen. So war es auch Mathilde Perrier, die mit ihren Visionen und Erfindungen Maßstäbe setzte. Mathilde Perrier und Eugène Laurent haben die Firma gemeinsam gegründet und ihr daher auch den Namen gegeben. Als Eugène Laurent starb, hat sie das Unternehmen alleine weitergeführt und war hierbei sehr innovativ. So war sie die Erste, der es gelungen ist, ein besonderes Verfahren zu entwickeln, in dem man Champagner ohne Süße herstellt. Das heißt, beim Keltern des Weines kommt sie völlig ohne Zugabe von Zucker aus. Im Keller gehen die Jahrzehnte auch architektonisch fließend ineinander über. Fast stylisch mutet der Reifekeller an. Hier in diesem Raum lagern unsere wertvollsten Schätze, der Chardonnay und der Pinot Noir. Aus diesen Weinen stellen wir unseren berühmten Grand Siècle her. Die Weine hierfür stammen ausschließlich aus Grand Cru-Lagen. Aus diesen großen Lagen werden dann die erlesensten Chardonnay- und Pinot Noir-Reben gemischt. Die Cuvée Grand Siècle ist eine Mischung aus den besten Jahrgängen, den besten Lagen und den besten Weingütern. Hier sehen Sie die Fässer mit Chardonnay und Pinot Noir. Man fühlt sich hier wie im Spiegelsaal von Versailles. Hier schlummern jeweils 14 verschiedene Chardonnay- und Pinot Noir-Sorten. Dieser Gang ist das Herzstück des Weingutes. Im historischen Teil des Kellers lagert der Champagner, exakt sortiert nach Jahrgängen. Ein unüberschaubares Labyrinth an Gängen, Sälen, Räumen und Nischen. Über 200 Jahre Geschichte wird hier erzählt.
100.000 Flaschen warten alleine hier darauf, irgendwann einmal stilvoll geköpft zu werden. Doch nicht alle sehen das Tageslicht. Einige Flaschen werden für immer aufbewahrt. Ein historischer Schatz für die Nachwelt. Jetzt sind wir in der Galerie der Mönche. Hier hat Bernard stets eine Flasche Grand Siècle aller Jahrgänge seit 1959 aufgehoben und sicher aufbewahrt. Auf den Flaschen sieht man noch den natürlichen Schimmelpilz, der durch die hohe Luftfeuchtigkeit entsteht. Jetzt wird es auch Zeit für ein Geschmackserlebnis. Die Leidenschaft für den Champagner entfaltet sich spätestens am Gaumen, so auch beim Ultrabrut, ein wichtiger Begleiter der Nouvelle Cuisine. Der Ultrabrut ist wie eine schöne Frau, die kein Make-up braucht. Das liegt daran, dass dieser Champagner völlig ohne Zucker auskommt. Wir führen hier keinerlei Zusatzstoffe zu, die den Eigengeschmack verfälschen könnten. Den Ultrabrut produzieren wir nur in ausgewählten Jahren, in denen es sehr heiß ist, da hier die Trauben besonders zuckerhaltig sind und wir keinen Extrazucker hinzufügen müssen. Und der Ultrabrut entzückt auch die Promis. Der Ultra Brut ist übrigens auch der Lieblingschampagner von Kate Moss. Und warum? Ganz klar. Ein Glas hat weniger als 50 Kalorien. Das ist die Hälfte eines sonst marktüblichen Champagners. Wer würde sich bei diesem Argument nicht auch einer Champagner-Diät unterziehen? Champagner-Experte Thomas Schreiner zieht ein kleines Resümee. So, jetzt haben wir die ganze Palette von Laurent Perrier durchprobiert und getestet. Wir haben begonnen mit dem Ultra Brut ohne Zucker, der sich perfekt eignet zum Genuss auch bei Austern und bei Krustentieren, weil da Jod drin ist und kein Zucker benötigt wird. Dann haben wir natürlich den Brut, der als klassischer Aperitif zu verwenden ist und durch das ganze Menü getrunken werden kann. Laurent Perrier, Jahrgang 2004, ideal für kräftigere Speisen wie zum Beispiel Kalbfleisch, Grand Siècle, die Prestige Cuvée aus drei verschiedenen Jahrgängen ist ideal für Gänseleber und natürlich zum Abschluss den Rosé, die Cuvée Rosé aus dem Hause mit der besonderen Herstellungsweise, die man das ganze Essen übertrinken kann und natürlich insbesondere zum Dessert ganz hervorragend passt. Zum Ende unserer kleinen Gourmet-Reise durch die Champagne besuchen wir noch den ehemaligen Wohnsitz von Bernard Nonancourt. Ein Hauch von Versailles in der Champagne. So stilecht sein Champagner, so authentisch war auch sein Lebensstil. Und zwar die Pflege des Weinbergs. Das ist die Basis für einen Jahrhundertchampagner. Zum Beispiel setzen wir Gras an in unserem Weinberg, damit die Trauben nicht, die zukünftigen Trauben nicht verderben. Das ist eine Art und Weise, wie man die Pflanze balancieren kann. Also wir sind sehr stolz darauf, dass wir diese ökologische, umweltfreundliche Kultur haben, damit wir besser die Pflanzen respektieren können, den Boden respektieren können und endlich den Kunden respektieren können. Trotz des außergewöhnlichen Aufwandes wurden seit Gründung des Hauses nur 38 Jahrgänge abgefüllt. Jeder Jahrgang wird dann in der Hall of Fame, der Champions League des Hauses, präsentiert. Es ist jetzt hier unsere Ahnengalerie. Das ist die Sammlung von Champagne Salon. Und da kann man hier sehen, dass das erste Jahr hier 1921 war.
Und dass man weitergeht mit 25, 28, 34. Also man versteht, dass es einige Jahre natürlich fehlen. Und der Grund ist, dass Champagne Salon stellt einfach nur die besten Jahrgänge auf den Markt. Wir nehmen nicht jede Auslese, sondern nur die besten, die lesen, wo man die beste Qualität kriegt. Und das war zum Beispiel der Fall für diesen unglaublichen 59. Das war ein sehr heißes Jahr. Wir haben genug Reife bekommen, und aber auch einen schönen Säuregehalt, was für uns sehr, sehr wichtig ist. Diese ausgesprochene Rarität steigert natürlich auch die Begehrlichkeit. Doch nur wenige kommen in den Genuss, das Perlen am Gaumen zu verspüren. So knallen die Korken von Salon zum Beispiel im Élysée-Palast und bringen Präsidenten wie Staatsgäste in Verzückung. Wir sehen hier einige Menüs, verschiedene Menüs hier vom Élysée-Palast, wo für Staatsgäste Champagne Salon serviert wird. Es ist nicht für zu jedem Mittagessen, aber für besondere Staatsgäste ausschließlich. Ob Champagne Salon für Frau Merkel ausgeschenkt wird, weiß ich nicht. Wir setzen unsere prickelnde Safari fort und geben den Geschmacksnerven erste Streicheleinheiten bei der Verkostung einer weiteren traditionsreichen Marke, de la Motte, ebenfalls in Le Mesnil-sur-Auger ansässig. Das Haus wurde bereits 1760 von François de la Motte gegründet. Hier erhalten wir auch die wichtigsten Champagnerfakten. Ein klassischer Brut ist ein Wein, der aus verschiedenen Jahrgängen, aus verschiedenen Lagen, aus verschiedenen Rebsorten hergestellt wird, zusammengesetzt wird. Das heißt, es gibt normalerweise drei verschiedene Jahrgänge und drei Rebsorten, Pinot Noir, Pinot Meunier und Chardonnay, und mehrere Lagen, das heißt verschiedene Ortschaften in der Gegend. Die Reben stammen aus verschiedenen Orten, was wir hier ein Grün nennen, eine Lage. Mhm. Was Blanc de Blanc heißt, heißt ein Champagner, der ausschließlich mit der weißen Rebsorte hergestellt wird, und zwar Chardonnay, die einzige weiße Rebsorte. Man hat hier viele frische, viele Mineralität auch, also ein perfekt Aperitif. Der Blanc de Blanc Millesim ist dann die Königsklasse. Er umfasst nur einen Jahrgang von einer Rebsorte und einer Lage. Und hier im Kellergewölbe lagern die Schätze. In regelmäßigen Abständen werden die Flaschen gedreht, rütteln im Fachjargon. Das Flaschendrehen ist ein wichtiger Prozess, das nur ein ganz bestimmtes Ziel verfolgt. Beim Champagner herstellen brauchen wir nicht nur tolle, schöne, reife Trauben, sondern auch diese Rüttelpulte. Und zwar, wir brauchen jetzt die Weine zu drehen, denn es gibt in dem Wein eine Hefe, die herausgebracht werden muss. Und deshalb müssen wir jeden Tag die Flaschen drehen. Und deshalb brauchen wir solche Männer, so wie Anthony, die jeden Tag die Flaschen drehen. Das ist unser Remueur. Nichts für schwache Sehnen bei über 1000 Flaschen am Tag. Wir gehen jetzt in die Schatzkammer von Salon. Das Erinnern ist sehr wichtig bei Salon. Deshalb haben wir hier die ganze Sammlung der verschiedenen Jahrgänge, die bei Salon hergestellt werden. Und niemand ist hier, ist nie drin hineingegangen. Und für Sie mache ich die Tür auf. Und es sind hier die ältesten Champagner. Flaschen von Salon, und zwar die ältesten auch, die von 1928 sind. Also die ältesten Flaschen, das ist wirklich der Schatz des Hauses. Mit diesem Jahrgang zählt Salon zu den jüngsten Häusern in der Champagne, hat aber die meisten in Geschmack und Qualität längst überholt. Und jetzt erleben wir einen spannenden Moment, und zwar die Geburt einer Champagnerflasche. Der Wein wird zwar von der Hefe, von seiner Hefe befreit, und das zeigt uns gerade Anthony.
Und geht's. Eine höchst feierliche Geburt, die natürlich stilecht im Kellergewölbe gefeiert und begossen wird. Die Geburtsstunde wird mit Spannung erwartet. Ist sie doch auch ein Gradmesser für den gesamten Jahrgang. Chardonnay bringt in einer Champagne die Spannung, bringt die Reinheit, bringt die Aromen. Champagner, die von Chardonnay gemacht sind, haben immer eine tolle Eleganz, viele Komplexität und eine große Möglichkeit, in Zeit zu dauern. So, jetzt wird es Zeit, eine kleine Kollektion von De La Motte und Salon zu verkosten. Die Champagne, Namensgeber für einen der bekanntesten und wohl auch begehrtesten Schaumwein der Welt, den Champagner. Hier im Ort Epernay auf der Prachtstraße Avenue de Champagne merkt man sofort, dass diese Region ganz im Zeichen des exquisiten Stimmungsmachers steht. Über 100 Champagnerhäuser haben sich hier im Nordosten Frankreichs angesiedelt. Jedoch nur die wenigsten kennt man auch bei uns. Wer jedoch die ganze Champagnerkultur authentisch erleben möchte, der fährt hinaus aufs Land, ins Herzstück der Champagne, nach Le Mesnil-sur-Auger, eines der bedeutendsten Weinanbaugebiete. Hier reihen sich fast endlos die Rebstöcke aneinander. Die fast unscheinbare Gemeinde ist ländlich geprägt und man vermutet nicht, dass sich hier eine der exklusivsten Champagnermarken verbirgt. Salon. Für Kenner der Olymp. Willkommen bei Champagne Salon. Madame Campeau gewährt uns Einlass und führt uns durch die berühmten Gemäuer und Weingärten von Eugène Aimé Salon. Also die Geschichte von Champagne Salon ist eine sehr spezielle Geschichte. Es handelt sich um einen Champenois, Monsieur Salon, der alles am Anfang des 20. Jahrhunderts angefangen hat. Und er wollte seinen eigenen Champagner herstellen. Einen Champagner, der für die Ewigkeit bleiben würde. Ein Champagner, der immer noch seine Frische hätte, nach 30, 40 oder 50 Jahren. Total anders, was total unterschiedlich von der Tradition champenoise ist. Am Anfang kreierte Monsieur Salon den Champagner nur für sich und seine Freunde. Nur wenige Flaschen wurden abgefüllt und das Beste war ihm gerade gut genug. Nur die wenigsten Jahrgänge waren es wert, überhaupt gekeltert zu werden. Dieser Philosophie bleibt man bis heute treu. Was macht Champagne Salon so besonders, ist, dass es ein Champagner ist, der der ganze Gegenteil eines traditionellen Champagners ist. Das heißt, hier werden die Weine nicht gemischt, sondern es ist eine einzige Weinlage, Le Mesnil-sur-Auger, eine einzige Traube, Chardonnay. Und aus einem einzigen Jahrgang. Die Auswahl der Traube, die Auswahl der Herkunft, die Auswahl des Jahrgangs, des Jahres sind natürlich wichtig, aber es gibt vielleicht noch was Wichtigeres. Im stylischen Ambiente rückt der Zeitpunkt näher, in dem einer der besten Blancs de Blancs am Gaumen prickelt. Für Champagnerfreunde ein höchst aufregender Moment. Entsprechend fabelhaft und lyrisch gestaltet sich auch die Analyse. Jetzt verkosten wir Champagne de la Motte 2007 Grand Cru Blanc de Blanc.
2007 war ein Jahr, der reifer als der Durchschnitt war und auch mit mehr Säure. Das ist ein kräftiger Wein, das ist ein männlicher Wein sozusagen. Und man riecht es durch die sehr warme Marmelade, gelbe Früchte, Marmeladearomen zum Beispiel. Durch diese mehr Kraft im Mund, diese hohe Densität im Mund, diese Spritzigkeit, diese Säure, die den Wein weiterbringt. Es ist ein bisschen außergewöhnlich, aber jedes Mal, dass ich den Wein verkoste, es erinnert mich an diese Studentenjahre, als ich zurück nach Hause um 6 Uhr morgens kam und die Patisserie in der Straße wurde gleich geöffnet und es riechte von Croissant, von Pain au Chocolat, von Pain aux Amandes, alle diese butterige, nussige, süße Aromen, die frisch im Morgen kommen. Es gibt auch im Plus diese Weißblumenaromen, ein bisschen wie ein Feld im Frühling. So, das ist ein Wein, der sehr, sehr einfach zu trinken. So ist Champagner offensichtlich nicht nur Genuss, sondern beflügelt manchen Gourmet zu wahrer Poesie. Der Champagner ist die Krönung der Weinveredelung. Entsprechend veredelt er auch feinste Speisen und Menüs. Kein Wunder also, dass gerade die Sternegastronomie den Champagner auf die Rezeptliste stellt, wie hier das Tantris, der Gourmet-Tempel mit Kultfaktor. Spitzenkoch Hans Haas ist mit 2 Sternen geadelt. Entsprechend können wir uns auf ein außergewöhnliches Gericht mit Champagner freuen. Seezunge steht auf dem Plan und der Meister ist bereits fleißig am Werk. Jeden Tag tüftelt er an neuen Geschmacksnuancen und hat sich auch für unsere Champagnerspeise etwas Besonderes einfallen lassen. Der Fisch wird mit Ei gefüllt und speziell zubereitet. Dann tun wir einen Teller beginnen, so, mit etwas Butter. Diese Methode ist überhaupt eine der schönsten für mich. Vor Jahren habe ich das schon mal entwickelt. Und der Gag an der Küche ist eigentlich wunderbar mit dieser Folie, also über diesen Fisch, ja, gebe ich da drüber, mache das gut zu und stelle es dann in den Ofen bei ca. zwischen 80 und 90 Grad, so für zwischen 15 und 20 Minuten. Und sollten Sie zu Hause so einen Tellerwärmer haben, dann ist es das Optimale, oben hin auf die Teller das hineinzustellen. Dann werden Sie sehen, das ist eine Sensation. Genauso können Sie Fische machen mit Lachs oder sowas, das ist wunderbar. Ja. Sonst ist es immer trocken und so bleibt es wunderbar saftig. Ja, das ist Wahnsinn. Während der Fisch mit Ei im Bauch sanft gart, setzt Hans Haas die feine und elegante Soße an. Ein Schuss Champagner sorgt nun für die erwünschte Frische, Leichtigkeit und natürlich auch die französische Eleganz. Der Gipfel der Genüsse gestaltet sich schließlich in Form einer kleinen Kaviarkrone auf dem Fisch. Zum Schluss machen wir noch eine Suppe, und zwar eine kalte Suppe, nämlich eine Champagner-Suppe. Dazu nehmen wir Holunderblütensirup, Champagner, etwas Leiterzucker und Gelatine. Das Ganze wird dann aufgeweicht und dann in die kalte Flüssigkeit gegeben, am besten auf Eis. Dann wird es kurz durchgerührt und kaltgestellt, dann bleibt es so schön so luftig. Dazu geben wir Himbeeren. Natürlich kann man da alle anderen Früchte auch verwenden. Erdbeeren, Heidelbeeren, was einem einfällt. Und jetzt geben wir jetzt auch nur ein bisschen in diese Zucker, wo ich die Himbeeren mit Zucker. Jetzt werden die so schön. Die riechen gut. Was der Champagner ausmacht, gell? Der Wahnsinn. So. Und jetzt kommt der Höhepunkt. Jetzt tun wir in diese schöne Suppe, geben wir nochmal ein bisschen an frischen Champagner rein. Und zum Schluss kommt hier jetzt nochmal ganz fein geriebene frische Limette drauf. Fertig! Sternstunden im Tantris. Hans Haas ist es wieder einmal gelungen, in nur wenigen Minuten eine Gourmet-Oper auf dem Teller zu inszenieren. Mit kleiner Unterstützung aus der Champagne. Dort hat man natürlich nicht nur Sinn und Geschmack für Champagner, sondern auch für andere Leckereien wie zum Beispiel Torten und Pralinen. In Épernay hat sich die Familie Dallet einen Namen für vorzüglichste Pralinen und Schokovariationen gemacht. Der Franzose liebt die süße Versuchung, entsprechend drücken sich viele Passanten die Nase am Schaufenster platt. Wahre Kunstwerke füllen das Schaufenster aus, viel zu schön, um gegessen zu werden.
Und verantwortlich für die süßen Träume ist Vincent Dallet. Der junge Patissier hat sein Talent von seinem Vater geerbt. Auch er ist ein wahrer Meister in der Gestaltung von Pralinen. Jeden Tag werden hier bis zu 20 verschiedene Sorten gegossen und dekoriert. Jede von ihnen ist eine Eigenkreation, oft von anderen kopiert, doch nie das Original erreicht. Seine Rezepturen sind streng geheim und werden in einem Safe aufbewahrt. Vincent liebt seinen Beruf und das sieht und schmeckt man auch. Er ist ganz besonders stolz, hier in Épernay in die Fußstapfen seines Vaters zu treten und die lange Tradition weiterführen zu dürfen. Meine Familie führt das Geschäft hier seit 1991. Damals hatten wir nur zwei Lehrlinge, aber jetzt sind wir schon über 20. Ich bin seit 2 Jahren dabei und setze diese lange Tradition fort. Wie Sie sehen, haben wir eine große Auswahl an kleinen Törtchen und Pralinen. Das liegt daran, dass unsere Kunden ganz verrückt nach Schokolade sind. In Frankreich ist es ja lange Brauch, dass man Kuchen, Gebäck und Torten zu jeder Tageszeit isst, ganz einfach, weil es uns schmeckt und wir Süßes lieben. Insbesondere bei großen Anlässen oder Familienjubiläen. Bei diesen Bildern kommt jedoch der Verdacht auf, dass den Franzosen gerade jeder Anlass recht ist, herzhaft zuzugreifen und reinzubeißen. Wer jeden Tag Schokolade isst, weiß nicht, wie Pralinen schmecken. Das hier ist eine der neuesten Kreationen unseres Hauses. Wir haben ja derzeit... Plus kommt hier jetzt noch mal ganz fein geriebene frische Limette drauf. Fertig. Sternstunden im Tantris. Hans Haas ist es wieder einmal gelungen, in nur wenigen Minuten eine Gourmet-Oper auf dem Teller zu inszenieren. Mit kleiner Unterstützung aus der Champagne. Dort hat man natürlich nicht nur Sinn und Geschmack für Champagner, sondern auch für andere Leckereien wie zum Beispiel Torten und Pralinen. In Épernay hat sich die Familie Dallet einen Namen für vorzüglichste Pralinen und Schokovariationen gemacht. Der Franzose liebt die süße Versuchung. Entsprechend drücken sich viele Passanten die Nase am Schaufenster platt. Wahre Kunstwerke füllen das Schaufenster aus, viel zu schön, um gegessen zu werden. Und verantwortlich für die süßen Träume ist Vincent Dallet. Der junge Patissier hat sein Talent von seinem Vater geerbt. Auch er ist ein wahrer Meister in der Gestaltung von Pralinen. Jeden Tag werden hier bis zu 20 verschiedene Sorten gegossen und dekoriert. Jede von ihnen ist eine Eigenkreation, oft von anderen kopiert, doch nie das Original erreicht. Seine Rezepturen sind streng geheim und werden in einem Safe aufbewahrt. Vincent liebt seinen Beruf und das sieht und schmeckt man auch. Er ist ganz besonders stolz, hier in Épernay in die Fußstapfen seines Vaters zu treten und die lange Tradition weiterführen zu dürfen. Meine Familie führt das Geschäft hier seit 1991. Damals hatten wir nur 2 Lehrlinge, aber jetzt sind wir schon über 20. Ich bin seit 2 Jahren dabei und setze diese lange Tradition fort. Wie Sie sehen, haben wir eine große Auswahl an kleinen Törtchen und Pralinen. Das liegt daran, dass unsere Kunden ganz verrückt nach Schokolade sind. In Frankreich ist es ja lange Brauch, dass man Kuchen, Gebäck und Torten zu jeder Tageszeit isst, ganz einfach, weil es uns schmeckt und wir Süßes lieben. Insbesondere bei großen Anlässen oder Familienjubiläen. Bei diesen Bildern kommt jedoch der Verdacht auf, dass den Franzosen gerade jeder Anlass recht ist, herzhaft zuzugreifen und reinzubeißen. Wer jeden Tag Schokolade isst, weiß nicht, wie Pralinen schmecken. Das hier ist eine der neuesten Kreationen unseres Hauses. Wir haben ja derzeit Apfelsaison und da wollten wir eben etwas mit Apfel und Karamell spielen. Das passt sehr gut zusammen. Als Basis haben wir Karamell mit Meersalz und darüber ein Kompott aus Äpfeln, die wir klein schneiden und dann über Nacht im Ofen karamellisieren. Und darüber gießen wir dann eine vorzügliche Schaumcreme, die macht das Arrangement luftig und leicht, eine Art Schlagsahne.
Das Ganze garnieren wir dann noch mit etwas Schokoladencrispies, damit der Geschmack etwas knackiger und krosser wird. Vincent verwendet für seine Delikatessen nur feinste Produkte. Angefangen von der Schokolade bis hin zu den Früchten, Nüssen und Gewürzen. Nur das Erlesenste wie Kakao aus Madagaskar wird hier verarbeitet. Das hier ist auch eine ganz spezielle Kreation unseres Hauses. Das gibt es nur bei uns. Wir wollten zunächst nur etwas aus Schokolade machen, jedoch ohne Zusatz von Gluten. Immer mehr leiden auch bei uns unter Allergien und darauf reagieren wir natürlich. Also haben wir hier einen echten Schokoladenkuchen, aber ohne Mehl und Gluten. Darüber eine Mousse Schokolade mit dem besten Kakao aus Madagaskar und hier noch eine schöne Lage mit Biskuit und feinster Schokoladencreme, natürlich auch mit Kakao aus Madagaskar. Natürlich backt Vincent auch Salziges und Herzhaftes, wie dieses französische Original, die sogenannte Quiche, die ihren Ursprung in Lothringen hat. Hier sehen Sie diese für Frankreich typischen Fleischtörtchen. Es gibt aber immer mehr Vegetarier, insofern haben wir uns auch hier auf diese Kundschaft eingestellt und bereiten verstärkt Gemüsequiche zu. Selbstverständlich kommen alle Produkte aus der Region, nur wenige Kilometer von unserem Laden entfernt. Das ist für uns sehr wichtig. Wir haben hier zum Beispiel Tomate, Lauch, Zucchini, Aubergine. Je nach Jahreszeit gestalten wir die Quiche anders. Eine Quiche der Saison sozusagen. Im Sommer verarbeiten wir mehr Tomaten und im Winter eher Auberginen. Vincent Dallet, ein Virtuose, der sich nicht nur als Pâtissier, sondern auch als Künstler sieht. Und seine Werke geben immer Sir für den gesamten Jahrgang. Bringt in einer Champagne die Spannung, bringt die Reinheit, bringt die Aromen. Champagner, die von Chardonnay gemacht sind, haben immer eine tolle Eleganz, viele Komplexität und eine große Möglichkeit, in Zeit zu dauern. So, jetzt wird es Zeit, eine kleine Kollektion von de la Motte und Salon zu verkosten. Im stylischen Ambiente rückt der Zeitpunkt näher, in dem einer der besten Blanc de Blancs am Gaumen prickelt. Für Champagnerfreunde ein höchst aufregender Moment. Entsprechend fabelhaft und lyrisch gestaltet sich auch die Analyse. Jetzt verkosten wir Champagne de la Motte 2007, Grand Cru Blanc de Blanc. 2007 war ein Jahr, der reifer als der Durchschnitt war und auch mit mehr Säure. Das ist ein kräftiger Wein, das ist ein männlicher Wein sozusagen. Und man riecht es durch die sehr warme Marmelade, gelbe Früchte, Marmeladearomen zum Beispiel. Durch diese mehr Kraft im Mund, diese hohe Densität im Mund, diese Spritzigkeit, diese Säure, die den Wein weiterbringt. Es ist ein bisschen außergewöhnlich, aber jedes Mal, dass ich den Wein verkoste, es erinnert mich an diese Studentenjahre, als ich zurück nach Hause um 6 Uhr morgens kam und die Patisserie in der Straße wurde gleich geöffnet und es riecht von Croissant, von Pain au Chocolat, von Pain aux Amandes, alle diese butterige, nussige, süße Aromen, die frisch im Morgen kommen. Es gibt auch im Plus diese Weißblumenaromen, ein bisschen wie ein Feld im Frühling. So, das ist ein Wein, der sehr, sehr einfach zu trinken. So ist Champagner offensichtlich nicht nur Genuss, sondern beflügelt manchen Gourmet zu wahrer Poesie. Der Champagner ist die Krönung der Weinveredelung. Entsprechend veredelt er auch feinste Speisen und Menüs. Kein Wunder also, dass gerade die Sterne-Gastronomie den Champagner auf die Rezeptliste stellt, wie hier das Tantris, der Gourmet-Tempel mit Kultfaktor. Spitzenkoch Hans Haas ist mit 2 Sternen geadelt. Entsprechend können wir uns auf ein außergewöhnliches Gericht mit Champagner freuen. Seezunge steht auf dem Plan und der Meister ist bereits fleißig am Werk. Jeden Tag tüftelt er an neuen Geschmacksnuancen und hat sich auch für unsere Champagnerspeise etwas Besonderes einfallen lassen. Der Fisch wird mit Ei gefüllt und speziell zubereitet. Du mal ein Teller bedienen, mit etwas Butter.
diese Methode ist überhaupt diese, eine der schönsten für mich. Habe ich vor Jahren habe ich das schon mal entwickelt. Und der Gag an der Küche ist eigentlich wunderbar mit dieser Folie, also über diesen Fisch. Ja, gebe ich da drüber, mache das gut zu und stelle das dann in den Ofen bei ca. zwischen 80 und 90 Grad. So für zwischen 15 und 20 Minuten. Und sollten Sie zu Hause so einen Tellerwärmer haben, dann ist das Optimale, oben hin auf die Teller das hineinzustellen. Dann werden Sie sehen, das ist eine Sensation. Genauso können Sie Fische machen mit Lachs oder sowas, das ist wunderbar. Ja. Sonst ist es immer trocken und so bleibt es wunderbar saftig. Ja, das ist Wahnsinn. Während der Fisch mit Ei im Bauch sanft gart, setzt Hans Haas die feine und elegante Soße an. Ein Schuss Champagner sorgt nun für die erwünschte Frische, Leichtigkeit und natürlich auch die französische Eleganz. Der Gipfel der Genüsse gestaltet sich schließlich in Form einer kleinen Kaviarkrone auf dem Fisch. Zum Schluss machen wir noch eine Suppe, und zwar eine kalte Suppe, nämlich eine Champagner-Suppe. Dazu nehmen wir Holunderblütensirup, Champagner, etwas Läuterzucker und Gelatine. Das Ganze wird dann aufgeweicht und dann in die kalte Flüssigkeit gegeben, am besten auf Eis. Dann wird es kurz durchgerührt und kaltgestellt. Dann bleibt es so schön so luftig. Dazu geben wir Himbeeren. Natürlich kann man da alle anderen Früchte auch verwenden. Erdbeeren, Heidelbeeren, was einem einfällt. Und jetzt geben wir jetzt auch nur ein bisschen in diese Zucker, wo ich die Himbeeren mit Zucker. Jetzt werden die so schön. Die riechen gut. Was der Champagner ausmacht, gell? Der Wahnsinn. So, und jetzt kommt der Höhepunkt. Jetzt tun wir in diese schöne Suppe, geben wir nochmal ein bisschen frischen Champagner rein. Und zum stellt einfach nur die besten Jahrgänge auf den Markt. Wir nehmen nicht jede aus Lese, sondern nur die besten, die lesen, wo man die beste Qualität kriegt. Und das war zum Beispiel der Fall für diesen unglaublichen 59. Das war ein sehr heißes Jahr. Wir haben genug Reife bekommen, und aber auch einen schönen Säuregehalt, was für uns sehr, sehr wichtig ist. Diese ausgesprochene Rarität steigert natürlich auch die Begehrlichkeit. Doch nur wenige kommen in den Genuss, das Perlen am Gaumen zu verspüren. So knallen die Korken von Salon, zum Beispiel im Élysée-Palast, und bringen Präsidenten wie Staatsgäste in Verzückung. Wir sehen hier einige Menüs, verschiedene Menüs hier vom Élysée-Palast, wo für Staatsgäste Champagne Salon serviert wird. Es ist nicht für jedem Mittagessen, aber für besondere Staatsgäste ausschließlich. Ob Champagne Salon für Frau Merkel ausgeschenkt wird, weiß ich nicht. Wir setzen unsere prickelnde Safari fort und geben den Geschmacksnerven erste Streicheleinheiten bei der Verkostung einer weiteren traditionsreichen Marke, de la Motte, ebenfalls in Le Mesnil-sur-Auger ansässig. Das Haus wurde bereits 1760 von François de la Motte gegründet. Hier erhalten wir auch die wichtigsten Champagnerfakten. Ein klassischer Brut ist ein Wein, der aus verschiedenen Jahrgängen, aus verschiedenen Lagen, aus verschiedenen Rebsorten hergestellt wird, zusammengesetzt wird. Das heißt, es gibt normalerweise drei verschiedene Jahrgänge und drei Rebsorten, Pinot Noir, Pinot Meunier und Chardonnay, und mehrere Lagen, das heißt verschiedene Ortschaften in der Gegend. Die Reben stammen aus verschiedenen Orten, was wir hier ein Grün nennen, eine Lage. Mhm. Was Blanc de Blanc heißt, heißt ein Champagner, der ausschließlich mit der weißen Rebsorte hergestellt wird, und zwar Chardonnay, die einzige weiße Rebsorte. Man hat hier viele frische, viele Mineralität auch, also ein perfekt Aperitif. Der Blanc de Blanc Millésime ist dann die Königsklasse. Er umfasst nur einen Jahrgang von einer Rebsorte und einer Lage. Und hier im Kellergewölbe lagern die Schätze.
In regelmäßigen Abständen werden die Flaschen gedreht, rütteln im Fachjargon. Das Flaschendrehen ist ein wichtiger Prozess, das nur ein ganz bestimmtes Ziel verfolgt. Beim Champagnerherstellen brauchen wir nicht nur tolle, schöne, reife Trauben, sondern auch diese Rüttelpulte. Und zwar, wir brauchen jetzt die Weine zu drehen, denn es gibt in dem Wein eine Hefe, die herausgebracht werden muss. Und deshalb müssen wir jeden Tag die Flaschen drehen. Und deshalb brauchen wir solche Männer, so wie Anthony, die jeden Tag die Flaschen drehen. Das ist unser Remueur. Nichts für schwache Sehnen bei über 1000 Flaschen am Tag. Wir gehen jetzt in die Schatzkammer von Salon. Das Erinnern ist sehr wichtig bei Salon, deshalb haben wir hier die ganze Sammlung der verschiedenen Jahrgänge, die bei Salon hergestellt werden. Und niemand ist hier, ist nie drin hineingegangen. Und für Sie mache ich die Tür auf. Und es sind hier die ältesten Champagnerflaschen von Salon, und zwar die ältesten auch, die von 1928 sind, also die ältesten Flaschen, das ist wirklich der Schatz des Hauses. Mit diesem Jahrgang zählt Salon zu den jüngsten Häusern in der Champagne, hat aber die meisten in Geschmack und Qualität längst überholt. Und jetzt erleben wir einen spannenden Moment, und zwar die Geburt einer Champagnerflasche. Der Wein wird zwar von der Hefe, von seiner Hefe befreit, und das zeigt uns gerade Anthony. Und geht's! Eine höchst feierliche Geburt, die natürlich stilecht im Kellergewölbe gefeiert und begossen wird. Die Geburtsstunde wird mit Spannung erwartet. Ist sie doch auch ein Gradmesser. Die Champagne, Namensgeber für einen der bekanntesten und wohl auch begehrtesten Schaumwein der Welt, den Champagner. Hier im Ort Epernay auf der Prachtstraße Avenue de Champagne merkt man sofort, dass diese Region ganz im Zeichen des exquisiten Stimmungsmachers steht. Über 100 Champagnerhäuser haben sich hier im Nordosten Frankreichs angesiedelt. Jedoch nur die wenigsten kennt man auch bei uns. Wer jedoch die ganze Champagnerkultur authentisch erleben möchte, der fährt hinaus aufs Land, ins Herzstück der Champagne, nach Le Mesnil-sur-Auger, eines der bedeutendsten Weinanbaugebiete. Hier reihen sich fast endlos die Rebstöcke aneinander. Die fast unscheinbare Gemeinde ist ländlich geprägt und man vermutet nicht, dass sich hier eine der exklusivsten Champagnermarken verbirgt. Salon. Für Kenner der Olymp. Willkommen bei Champagne Salon. Madame Campeau gewährt uns Einlass und führt uns durch die berühmten Gemäuer und Weingärten von Eugène Aimé Salon. Also die Geschichte von Champagne Salon ist eine sehr spezielle Geschichte. Es handelt sich um einen Champenois, Monsieur Salon, der alles am Anfang des 20. Jahrhunderts angefangen hat. Und er wollte seinen eigenen Champagner herstellen, einen Champagner, der für die Ewigkeit bleiben würde. Ein Champagner, der immer noch seine Frische hätte, nach 30, 40 oder 50 Jahren. Was total unterschiedlich von der Tradition champenoise ist. Am Anfang kreierte Monsieur Salon den Champagner nur für sich und seine Freunde. Nur wenige Flaschen wurden abgefüllt und das Beste war ihm gerade gut genug. Nur die wenigsten Jahrgänge waren es wert, überhaupt gekeltert zu werden.
Dieser Philosophie bleibt man bis heute treu. Was macht Champagne Salon so besonders, ist, dass es ein Champagner ist, der der ganze Gegenteil eines traditionellen Champagners ist. Das heißt, hier werden die Weine nicht gemischt, sondern es ist eine einzige Weinlage, Le Ménil-sur-Auger, eine einzige Traube, Chardonnay, und aus einem einzigen Jahrgang. Die Auswahl der Traube, die Auswahl der Herkunft, die Auswahl des Jahrgangs, des Jahres sind natürlich wichtig, aber es gibt vielleicht noch was Wichtigeres, und zwar die Pflege des Weinbergs. Das ist die Basis für einen Jahrhundertchampagner. Zum Beispiel setzen wir Gras an in unserem Weinberg, damit die Trauben nicht, die zukünftigen Trauben nicht verderben. Das ist eine Art und Weise, wie man die Pflanze balancieren kann. Also wir sind sehr stolz darauf, dass wir diese ökologische, umweltfreundliche Kultur haben, damit wir besser die Pflanzen respektieren können, den Boden respektieren können und endlich den Kunden respektieren können. Trotz des außergewöhnlichen Aufwandes wurden seit Gründung des Hauses nur 38 Jahrgänge abgefüllt. Jeder Jahrgang wird dann in der Hall of Fame der Champions League des Hauses präsentiert. Es ist jetzt hier unsere Ahnengalerie. Das ist die Sammlung von Champagne Salon. Und da kann man hier sehen, dass das erste Jahr hier 1921 war. Und dass man weitergeht mit 25, 28, 34. Also man versteht, dass es einige Jahre natürlich fehlen. Und der Grund ist, dass Champagne Salon... Recht, zu schön, um gegessen zu werden. Wir fahren wieder hinaus aufs Land auf der Suche nach einem weiteren Virtuosen. In Louvois werden wir fündig. Ganz versteckt, mitten im Wald, betreibt Thierry Guillon eine kleine Whisky-Distillerie. Für die Champagne schon sehr außergewöhnlich, aber mit der Herstellung überrascht er jeden. Ein riesiger Betonmischer ist der Schlüssel für seinen Erfolg. Eine pfiffige, wie auch geniale Idee, die Maische für den Whisky anzumischen. So, jetzt haben wir unsere Betonmischer. Nicht für das Beton, aber für das Malz. Und damit werden wir das Bier herstellen. Wir mischen, oben ist eine Mehl, wir machen ein Mehl von Malz, gemischt mit Wasser. Und das dauert ca. 6 Stunden, diese Hydrolyse, was wir nennen. Damit werden wir das Bier herstellen. Bier ohne Hopfen, um zu brennen. So, das Bier wird 2 Wochen lang gären. Und diese Gärung ist gemacht durch Hefe aus der Champagner. Die gleiche wie für Champagnerherstellung. Wie Sie sehen, das ist ein bisschen trüb. Das ist der Gärprozess. Das ist ein Bier, aber ohne Hopfen. Das ist ein Bier zu brennen. Und das schmeckt ähnlich wie ein Apfelwein, ein Apfelsaft, wissen Sie, wie in Frankfurt. Zum Wohl. Fast so gut wie Champagner. Oh. Thierry ist überzeugt, dass sein Whisky noch besser schmeckt. Mit viel Herzblut, Engagement, Humor und Begeisterung hat er sich hier seinen Lebenstraum erfüllt und sich mühsam alle Geräte zusammengespart. Diese kleine Brennanlage ist wie ein Mercedes oder ein Rolls-Royce. Der hat ein Vermögen gekostet am Anfang. Und ich habe damit die Qualität hergestellt, was ich wollte. Wie gesagt, es dauert ca. 4 Stunden. Und was kommt danach, ist der Feinbrand. Der ist noch klar wie ein Wasser. Hat 70% Volumen. Und wird danach in der Mitte der Champagner, in der Montagne de Reims, in der frischen Luft der Montagne de Reims, gelagert. Für 6, 8, 10 Jahre in Fässer, in Holzfässer. Auch bei der Lagerung geht Thierry völlig neue und unkonventionelle Wege. So, jetzt können Sie sehen, wo wir lagern. Weil bei Whisky erstellen, wir sind der Cousin der Whisky, wir sind ein Französischer.
Wir lagern das in Container, gebrauchte Container. Es gibt einen Grund dafür. Wieso das? Weil wir in einer speziellen Region sind, das ist die Champagne, aber wir sind mitten drin in der Parc Naturel de la Montagne d'Arras. Das ist ein geschütztes Gebiet, wo wir nicht mehr bauen können. Das heißt, ja, ich habe das benutzt, diese Container, gebrauchte Container, um einfach die Fässer lagern zu können. Da drin im Sommer ist 40 bis 50 Grad Celsius, im Winter minus 20 Grad. Das heißt, großer Temperaturunterschied und gleich mit der Feuchtigkeit. Und dieser Reifenprozess wird viel schneller als normal sein. So, in jeder Brennerei, wie Sie sehen, wir benutzen Malz. Und Malz bedeutet Mäuse. Und in jeder Brennerei gibt es eine schöne Katze immer, das ist der Fripouille. Und der ist da seit circa 5 Jahren. Und wird sicherlich mindestens 20, 30 Jahre lang halten, weil er frisst jeden Tag ein paar Mäuse. Typen wie Thierry bereichern die Champagne. Ihr Enthusiasmus und Ideenreichtum sorgen dafür, dass die etwas raue und manchmal unwirtliche Region facettenreicher und mit einem weiteren Farbtupfer versehen wird. Siebzehn Jahre ist es her, dass er sich entschloss, Whiskybrenner zu werden. Eine kühne Idee in der Champagne, die aber von Erfolg gekrönt wurde. In einem alten Jagdhaus kommt Thierry nun zum gemütlichen Teil und erklärt uns, dass dennoch auch ein Hauch von Champagner in seinem Whisky steckt. Sie sehen hier immer am Neck. Glaube ich, sagt man. Als, ja, Entschuldigung. Das ist ihr Puligny-Montrachet. Das sind Fässer von verschiedenen Regionen. Ihr Puligny-Montrachet ist in Burgund. Sie haben zum Beispiel ihr Champagner-Fässer. Und jedes Mal, der Fass wird irgendwas anderes bringen, vom Geschmack, Geruch und so weiter. Zum Beispiel haben Sie hier Bagnols. Bagnols ist Südfrankreich, das ist ein Rotwein, Sweet Rotwein, Süßrotwein aus Südfrankreich. Das wird ähnlich wie ein Portwein bringen. Und jedes Mal, dieser Geschmack ändert sich. Dass die etwas raue und manchmal unwirtliche Region facettenreicher und mit einem weiteren Farbtupfer versehen wird. Siebzehn Jahre ist es her, dass er sich entschloss, Whiskybrenner zu werden. Eine kühne Idee in der Champagne, die aber von Erfolg gekrönt wurde. In einem alten Jagdhaus kommt Thierry nun zum gemütlichen Teil und erklärt uns, dass dennoch auch ein Hauch von Champagner in seinem Whisky steckt. Sie sehen hier immer am Neck, glaube ich, sagt man. Als, ja, Entschuldigung. Das ist ihr Puligny-Montrachet. Das sind Fässer von verschiedenen Regionen. Ihr Puligny-Montrachet ist in Burgund. Sie haben zum Beispiel ihr Champagner-Fässer. Und jedes Mal, der Fass wird irgendwas anderes bringen, vom Geschmack, Geruch und so weiter. Zum Beispiel haben Sie hier Bagnols. Bagnols ist Südfrankreich, das ist ein Rotwein, Sweet Rotwein, Süßrotwein aus Südfrankreich. Das wird ähnlich wie ein Portwein bringen. Und jedes Mal, dieser Geschmack ändert sich und das ist circa auf 8 Jahre Alterung. Ja. Und das ist der Unterschied. Wir benutzen nur französische Fässer. Wieso? Weil ich bin ein Önologe, Ingenieur Weinbau. Ich habe das in der Champagne studiert. Und diese Know-how, was ich gehabt habe, auch in Deutschland, ich habe 5 Jahre in Deutschland gearbeitet, das hat mir einfach diese Technik gebracht. Und ich wollte irgendwas hier machen. Pflanzen, Weinpflanzen, unmöglich, verboten, alles. Und ich wollte von dieser schönen Ecke irgendwas machen. Und dann habe ich mir gedacht, ja, wieso nicht eine Brennerei und wieso nicht Whisky? Und dann, so hat das angefangen, vor 17 Jahren. Und ich will eine Unterschied von Geschmack. Wir wollen keine Kopie von einem schottischen Whisky, keine Kopie von einem irischen Whisky oder aus Japan. Wir wollen einen französischen Whisky und besonders aus der Champagne. Und alles ist probiert. Ich habe noch nicht eine riesen Nase, aber ich hoffe, das kommt noch nicht. Aber alles ist probiert. Alles ist mit Assemblage gemacht, wie in der Champagne. Und das macht richtig den Unterschied zwischen diesem großen Markt von schottischen Whisky, irischen Whisky und so weiter und wir. Dieser Guillon, das ist eine Spezialität aus der Region und mit Malz gemacht, mit unserer eigenen Quelle. Und diese Quelle hat einen speziellen Geschmack, weil ja, sie hat, das Wasser hat sehr wenig Mineralien.
Die ist sehr süß, sehr smooth, können wir diese, wie die irische Leute sagen. Und das macht den Unterschied. Und wir beliefern damit die gehobene Gastronomie, Ducasse zum Beispiel, der Ducasse in der Tour Eiffel. Und wir beliefern François Hollande, die Präsidentschaft, wir beliefern verschiedene Gastronomie und viele kleine Weinhändler in Frankreich. Thierry Guillon, so charismatisch und einzigartig wie das Ergebnis seiner Arbeit. Auch er ist ein unverwechselbarer Typ und Mann mit Passion. Benoît Jacquinettist, der Trüffelkönig in der Champagne. Wobei eigentlich seine Hündin Leila für den Erfolg zuständig ist. Schließlich ist sie es, die mit ihrer Schnauze die begehrten Leckerbissen im Boden erschnüffelt und ausgräbt. Die beiden sind ein unzertrennliches und eingespieltes Team. Liebe auf den ersten Blick und blindes Verständnis. It is a sort of complicity. Das Verhältnis zwischen mir und dem Hund ist etwas ganz Besonderes. Der Hund muss das Gefühl haben, die Trüffel für mich zu finden. Das ist ganz entscheidend. Das heißt, er sucht die Trüffel und wartet dann darauf, dass ich komme. After that, the dog waits about a reward. So it is for the dog. Für Leia ist das eine Art Spiel zwischen ihr und ihrem Herrchen. Dieses Wechselspiel und die Kommunikation zwischen ihr und mir ist ganz wichtig. Between the dog and me. Über 2 Jahre hat Benoît mit seiner Hündin trainiert und ihr beigebracht, die Trüffel nur zu suchen und nicht zu fressen. Denn auch Hunde sind von Geschmack und Aroma fasziniert. So, dieser Trüffel ist nicht gut, das sieht man hier und normalerweise weiß sie das auch. Also, du musst da noch mal suchen, der hier war nichts. Los, auf geht's, lass uns suchen. Ich habe ihr gesagt, dass dieser Trüffel nicht gut ist, denn er ist hier innen weiß und außen schwarz. Aber ich suche nach Trüffeln, die hier innen braun sind und etwas weiß. Denn das sind die besonders schmackhaften Trüffel. Maronenfarben, dann sind sie top. Der hier ist einfach zu weiß innen. Der hat keinen Geruch und deshalb lasse ich ihn hier. Über die Jahre ist Benoît richtig verwöhnt geworden. Der Trüffelexperte verarbeitet nur die Besten. Too small. Letztlich hängt aber der Erfolg auch von Leila ab. Nicht immer hat sie Lust, Trüffelsuche zu spielen. Aber auch Benoît musste viel lernen. Man braucht sehr viel Erfahrung und Wissen, um den Wald und die Umgebung beurteilen zu können. Wir haben hier Haselnuss. Dort hinten Buche und auch noch Esche. Und in deren Umgebung wachsen auch sehr gerne die Trüffel. Wenn sie den Boden und auch die Bäume erkannt haben, müssen sie auch auf das Wetter achten. In der Champagne haben wir so rund 600 bis 800 mm Niederschlag im Jahr. Und das sind hervorragende Bedingungen für alle Pilzarten. Diesmal hat sie ihn nicht gegessen. Aber wenn die Trüffel sehr klein sind und ich nicht gleich in ihrer Nähe bin, versucht sie es doch immer wieder mal, den Trüffel auch zu fressen. Früher wurden für die Trüffelsuche fast ausschließlich Schweine eingesetzt. Inzwischen trifft man die nur noch sehr selten auf der Suche an. Ich weiß nur von 3 Schweinen in Frankreich, die für die Trüffelsuche angesetzt werden. Das Problem bei den Schweinen ist, sie suchen die Trüffel, um sie auch selbst zu essen. Denn sie haben gerade für die Schweine einen außergewöhnlichen Geruch.
Und so versuchten im letzten Jahrhundert viele Bauern ihr Glück, indem sie ihrem Schwein ein Stück Trüffel zum Riechen gaben und dann mit ihnen auf die Suche gingen. Aber das Problem war, sie mussten den Trüffel vor dem Schwein finden und schneiden. Sonst würde das Schwein den Trüffel fressen. Das Flaschendrehen ist ein wichtiger Prozess, das nur ein ganz bestimmtes Ziel verfolgt. Beim Champagnerherstellen brauchen wir nicht nur tolle, schöne, reife Trauben, sondern auch diese Rüttelpulte. Und zwar, wir brauchen jetzt die Weine zu drehen, denn es gibt in dem Wein eine Hefe, die herausgebracht werden muss. Und deshalb müssen wir jeden Tag die Flaschen drehen. Und deshalb brauchen wir solche Männer, so wie Anthony, die jeden Tag die Flaschen drehen. Das ist unser Remueur. Nichts für schwache Sehnen bei über 1000 Flaschen am Tag. Wir gehen jetzt in die Schatzkammer von Salon. Das Erinnern ist sehr wichtig bei Salon. Deshalb haben wir hier die ganze Sammlung der verschiedenen Jahrgänge, die bei Salon hergestellt werden. Und niemand ist hier, ist nie drin hineingegangen. Und für Sie mache ich die Tür auf. Und es sind hier die ältesten Champagnerflaschen von Salon. Und zwar die ältesten auch, die von 1928 sind. Also die ältesten Flaschen, das ist wirklich der Schatz des Hauses. Mit diesem Jahrgang zählt Salon zu den jüngsten Häusern in der Champagne, hat aber die meisten in Geschmack und Qualität längst überholt. Und jetzt erleben wir einen spannenden Moment, und zwar die Geburt einer Champagnerflasche. Der Wein wird zwar von der Hefe, von seiner Hefe befreit, und das zeigt uns gerade Anthony. Und geht's! Eine höchst feierliche Geburt, die natürlich stilecht im Kellergewölbe gefeiert und begossen wird. Die Geburtsstunde wird mit Spannung erwartet. Ist sie doch auch ein Gradmesser für den gesamten Jahrgang. Chardonnay bringt in einer Champagne die Spannung, bringt die Reinheit, bringt die Aromen. Champagner, die von Chardonnay gemacht sind, haben immer eine tolle Eleganz, viele Komplexität. Und eine große Möglichkeit, in Zeit zu dauern. So, jetzt wird es Zeit, eine kleine Kollektion von de la Motte und Salon zu verkosten. Im stylischen Ambiente rückt der Zeitpunkt näher, in dem einer der besten Blancs de Blancs am Gaumen prickelt. Für Champagnerfreunde ein höchst aufregender Moment. Entsprechend fabelhaft und lyrisch gestaltet sich auch die Analyse. Jetzt verkosten wir Champagne de la Motte 2007, Grand Cru Blanc de Blanc. 2007 war ein Jahr, der reifer als der Durchschnitt war und auch mit mehr Säure. Das ist ein kräftiger Wein, das ist ein männlicher Wein sozusagen. Und man riecht es durch die sehr warme Marmelade, gelbe Früchte, Marmeladearomen zum Beispiel. Durch diese mehr Kraft im Mund, diese hohe Densität. Diese Spritzigkeit, diese Säure, die den Wein weiterbringt. Es ist ein bisschen außergewöhnlich, aber jedes Mal, dass ich den Wein verkoste, es erinnert mich an diese Studentenjahre, als ich zurück nach Hause um 6 Uhr morgens kam und die Patisserie in der Straße wurde gleich geöffnet und es riechte von Croissant, von Pain au Chocolat, von Pain aux Amandes, alle diese butterige, nussige, süße Aromen, die frisch im Morgen kommen. Es gibt auch im Plus diese Weißblumenaromen, ein bisschen wie ein Feld im Frühling. So, das ist ein Wein, der sehr, sehr einfach zu trinken. So ist Champagner offensichtlich nicht nur Genuss, sondern beflügelt manchen Gourmet zu wahrer Poesie. Der Champagner ist die Krönung der Weinveredelung. Entsprechend veredelt er auch feinste Speisen und Menüs.
Kein Wunder also, dass gerade die Sterne-Gastronomie den Champagner auf die Rezeptliste stellt, wie hier das Tantris, der Gourmet-Tempel mit Kultfaktor. Spitzenkoch Hans Haas ist mit 2 Sternen geadelt. Entsprechend können wir uns auf ein außergewöhnliches Gericht mit Champagner freuen. Seezunge steht auf dem Plan und der Meister ist bereits fleißig am Werk. Jeden Tag tüftelt er an neuen Geschmacksnuancen und hat sich auch für unsere Champagnerspeise etwas Besonderes einfallen lassen. Der Fisch wird mit Ei gefüllt und speziell zubereitet. Du mal in der beginnst, mit etwas Butter. Diese Methode ist überhaupt eine der schönsten für mich. Vor Jahren habe ich das schon mal entwickelt. Und der Gag an der Küche ist, das eignet sich wunderbar mit dieser Folie, also über diesen Fisch, ja, gebe ich da drüber, mache das gut zu und stelle das dann in den Ofen bei ca. zwischen 80 und 90 Grad, so für zwischen 15 und 20 Minuten. Und sollten Sie zu Hause so einen Tellerwärmer haben, dann ist es das Optimale, oben hin auf die Teller das hineinzustellen. Dann werden Sie sehen, das ist eine Sensation. Genauso können Sie Fische machen mit Lachs oder sowas, das ist wunderbar. Sonst ist es immer trocken und so bleibt es wunderbar saftig. Ja, das ist Wahnsinn. Während der Fisch mit Ei im Bauch sanft gart, setzt Hans Haas die feine und elegante Soße an. Ein Schuss Champagner sorgt nun für die erwünschte Frische, Leichtigkeit und natürlich auch die französische Eleganz. Der Gipfel der Genüsse gestaltet sich schließlich in Form einer kleinen Kaviarkrone auf dem Fisch. Zum Schluss machen wir noch eine Suppe, und zwar eine kalte Suppe, nämlich eine Champagner-Suppe. Dazu nehmen wir Holunderblütensirup, Champagner, etwas Läuterzucker und Gelatine. Das Ganze wird dann aufgeweicht und dann in die kalte Flüssigkeit gegeben, am besten auf Eis. Dann wird es kurz durchgerührt und kaltgestellt. Dann bleibt es so schön so luftig. Dazu geben wir Himbeeren. Natürlich kann man da alle anderen Früchte auch verwenden. Erdbeeren, Heidelbeeren, was einem einfällt. Und jetzt geben wir jetzt auch nur ein bisschen in diese Zucker, wo ich die Himbeeren mit Zucker. Jetzt werden die so schön. Die riechen gut. Was der Champagner ausmacht, gell? Der Wahnsinn. So. Und jetzt kommt der Höhepunkt. Jetzt tun wir in diese schöne Suppe, geben wir noch mal ein bisschen frischen Champagner rein. Und zum Schluss kommt hier jetzt noch mal ganz fein geriebene frische Limette drauf. Fertig! Sternstunden im Tantris. Hans Haas ist es wieder einmal gelungen, in nur wenigen Minuten eine Gourmet-Oper auf dem Teller zu inszenieren. Mit kleiner Unterstützung aus der Champagne. Dort hat man natürlich nicht nur Sinn und Geschmack für Champagner, sondern auch für andere Leckereien wie zum Beispiel Torten und Pralinen. In Épernay hat sich die Familie Dallet einen Namen für vorzüglichste Pralinen- und Schokovariationen gemacht. Der Franzose liebt die süße Versuchung, entsprechend drücken sich viele Passanten die Nase am Schaufenster platt. Wahre Kunstwerke füllen das Schaufenster aus, viel zu schön, um gegessen zu werden. Und verantwortlich für die süßen Träume ist Vincent Dallet. Der junge Patissier hat sein Talent von seinem Vater geerbt. Auch er ist ein wahrer Meister in der Gestaltung von Pralinen. Jeden Tag werden hier bis zu 20 verschiedene Sorten gegossen und dekoriert. Jede von ihnen ist eine Eigenkreation, oft von anderen kopiert, doch nie das Original erreicht. Seine Rezepturen sind streng geheim und werden in einem Safe aufbewahrt. Vincent liebt seinen Beruf und das sieht und schmeckt man auch. Er ist ganz besonders stolz, hier in Épernay in die Fußstapfen seines Vaters zu treten und die lange Tradition weiterführen zu dürfen. Meine Familie führt das Geschäft hier seit 1991. Damals hatten wir nur 2 Lehrlinge, aber jetzt sind wir schon über 20. Ich bin seit 2 Jahren dabei und setze diese lange Tradition fort. Wie Sie sehen, haben wir eine große Auswahl an kleinen Törtchen und Pralinen. Das liegt daran, dass unsere Kunden ganz verrückt nach Schokolade sind.
In Frankreich ist es ja lange Brauch, dass man Kuchen, Gebäck und Torten zu jeder Tageszeit isst. Ganz einfach, weil es uns schmeckt und wir Süßes lieben. Insbesondere bei großen Anlässen oder Familienjubiläen. Bei diesen Bildern kommt jedoch der Verdacht auf, dass den Franzosen gerade jeder Anlass recht ist, herzhaft zuzugreifen und reinzubeißen. Wer jeden Tag Schokolade isst, weiß nicht, wie Pralinen schmecken. Das hier ist eine der neuesten Kreationen unseres Hauses. Wir haben ja derzeit Apfelsaison und da wollten wir eben etwas mit Apfel und Karamell spielen. Das passt sehr gut zusammen. Als Basis haben wir Karamell mit Meersalz und darüber ein Kompott aus Äpfeln, die wir klein schneiden und dann über Nacht im Ofen karamellisieren. Und darüber gießen wir dann eine vorzügliche Schaumcreme, die macht das Arrangement luftig und leicht, eine Art Schlagsahne. Das Ganze garnieren wir dann noch mit etwas Schokoladen-Crispies, damit der Geschmack etwas knackiger und krosser wird. Vincent verwendet für seine Delikatessen nur feinste Produkte. Angefangen von der Schokolade bis hin zu den Früchten, Nüssen und Gewürzen. Nur das Erlesenste wie Kakao aus Madagaskar wird hier verarbeitet. Das hier ist auch eine ganz spezielle Kreation unseres Hauses. Das gibt es nur bei uns. Wir wollten zunächst nur etwas aus Schokolade machen, jedoch ohne Zusatz von Gluten. Immer mehr leiden auch bei uns unter Allergien und darauf reagieren wir natürlich. Also haben wir hier einen echten Schokoladenkuchen, aber ohne Mehl und Gluten. Darüber eine Mousse Schokolade mit dem besten Kakao aus Madagaskar und hier noch eine schöne Lage mit Biskuit und feinster Schokoladencreme, natürlich auch mit Kakao aus Madagaskar. Natürlich backt Vincent auch Salziges und Herzhaftes, wie dieses französische Original, die sogenannte Quiche, die ihren Ursprung in Lothringen hat. Hier sehen Sie diese für Frankreich typischen Fleischtörtchen. Es gibt aber immer mehr Vegetarier, insofern haben wir uns auch hier auf diese Kundschaft eingestellt und bereiten verstärkt Gemüsequiche zu. Selbstverständlich kommen alle Produkte aus der Region, nur wenige Kilometer von unserem Laden entfernt. Das ist für uns sehr wichtig. Wir haben hier zum Beispiel Tomate, Lauch, Zucchini, Aubergine. Je nach Jahreszeit gestalten wir die Quiche anders. Eine Quiche der Saison sozusagen. Im Sommer verarbeiten wir mehr Tomaten und im Winter eher Auberginen. Vincent Dallet, ein Virtuose, der sich nicht nur als Pâtissier, sondern auch als Künstler sieht. Und seine Werke geben ihm recht. Zu schön, um gegessen zu werden. Wir fahren wieder hinaus aufs Land, auf der Suche nach einem weiteren Virtuosen. In Louvois werden wir fündig. Ganz versteckt, mitten im Wald, betreibt Thierry Guillon eine kleine Whisky-Distillerie. Für die Champagne schon sehr außergewöhnlich, aber mit der Herstellung überrascht er jeden. Ein riesiger Betonmischer ist der Schlüssel für seinen Erfolg. Eine pfiffige, wie auch geniale Idee, die Maische für den Whisky anzumischen. So, jetzt haben wir unsere Betonmischer. Nicht für das Beton, aber für das Malz. Und damit werden wir das Bier herstellen. Wir mischen, oben ist eine Mehl, wir machen ein Mehl von Malz, gemischt mit Wasser. Und das dauert ca. 6 Stunden, diese Hydrolyse, was wir nennen. Damit werden wir das Bier herstellen, Bier ohne Hopfen, um zu brennen. So, das Bier wird 2 Wochen lang gären. Und diese Gärung ist gemacht durch Hefe aus der Champagne, die gleiche wie für Champagnerherstellung. Wie Sie sehen, das ist ein bisschen trüb, das ist der Gärprozess. Das ist ein Bier, aber ohne Hopfen, das ist ein Bier zu brennen. Und das schmeckt ähnlich wie ein Apfelwein, ein Apfelsaft, wissen Sie, wie in Frankfurt. Zum Wohl. So gut wie Champagner. Thierry ist überzeugt, dass sein Whisky noch besser schmeckt. Mit viel Herzblut, Engagement, Humor und Begeisterung hat er sich hier seinen Lebenstraum erfüllt und sich mühsam alle Geräte zusammengespart. Diese kleine Brennanlage ist wie ein Mercedes oder ein Rolls-Royce.
Der hat ein Vermögen gekostet am Anfang. Und ich habe damit die Qualität hergestellt, was ich wollte. Wie gesagt, es dauert circa 4 Stunden. Und was kommt danach, ist der Feinbrand. Der ist noch klar wie ein Wasser, hat 70% Volumen und wird danach in der Mitte der Champagner, in der Montagne de Reims, in der frischen Luft der Montagne de Reims, gelagert für 6, 8, 10 Jahre in Fässer, in Holzfässer. Auch bei der Lagerung geht Thierry völlig neue und unkonventionelle Wege. So, jetzt können Sie sehen, wo wir lagern. Weil bei Whisky erstellen, wir sind der Cousin der Whisky, wir sind ein Französischer. Wir lagern das in Container, gebrauchte Container. Es gibt einen Grund dafür. Wieso das? Weil wir in einer speziellen Region sind, das ist die Champagne, aber wir sind mitten drin in der Parc Naturel de la Montagne de Reims. Das ist ein geschütztes Gebiet, wo wir nicht mehr bauen können. Das heißt, ja, ich habe das benutzt, diese Container, gebrauchte Container, um einfach die Fässer lagern zu können. Da drin im Sommer ist 40 bis 50 Grad Celsius, im Winter minus 20 Grad. Das heißt, großer Temperaturunterschied und gleich mit der Feuchtigkeit. Und dieser Reifenprozess wird viel schneller als normal sein. So, in jeder Brennerei, wie Sie sehen, wir benutzen Malz. Und Malz bedeutet Mäuse. Und in jeder Brennerei gibt es eine schöne Katze immer, das ist der Fripouille. Und der ist da seit circa 5 Jahren und wird sicherlich mindestens 20, 30 Jahre lang halten, weil er frisst jeden Tag ein paar Mäuse. Typen wie Thierry bereichern die Champagne. Ihr Enthusiasmus und Ideenreichtum sorgen dafür, die Champagne, Namensgeber für einen der bekanntesten und wohl auch begehrtesten Schaumwein der Welt, den Champagner. Hier im Ort Epernay auf der Prachtstraße Avenue de Champagne merkt man sofort, dass diese Region ganz im Zeichen des exquisiten Stimmungsmachers steht. Über 100 Champagnerhäuser haben sich hier im Nordosten Frankreichs angesiedelt. Jedoch nur die wenigsten kennt man auch bei uns. Wer jedoch die ganze Champagnerkultur authentisch erleben möchte, der fährt hinaus aufs Land, ins Herzstück der Champagne, nach Le Mesnil-sur-Auger, eines der bedeutendsten Weinanbaugebiete. Hier reihen sich fast endlos die Rebstöcke aneinander. Die fast unscheinbare Gemeinde ist ländlich geprägt und man vermutet nicht, dass sich hier eine der exklusivsten Champagnermarken verbirgt. Salon. Für Kenner der Olymp. Willkommen bei Champagne Salon. Madame Campeau gewährt uns Einlass und führt uns durch die berühmten Gemäuer und Weingärten von Eugène Aimé Salon. Also die Geschichte von Champagne Salon ist eine sehr spezielle Geschichte. Es handelt sich um einen Champenois, Monsieur Salon, der alles am Anfang des 20. Jahrhunderts angefangen hat. Und er wollte seinen eigenen Champagner herstellen. Einen Champagner, der für die Ewigkeit bleiben würde. Ein Champagner, der immer noch seine Frische hätte, nach 30, 40 oder 50 Jahren. Total anders, was total unterschiedlich von der Tradition champenoise ist. Am Anfang kreierte Monsieur Salon den Champagner nur für sich und seine Freunde. Nur wenige Flaschen wurden abgefüllt und das Beste war ihm gerade gut genug. Nur die wenigsten Jahrgänge waren es wert, überhaupt gekeltert zu werden. Dieser Philosophie bleibt man bis heute treu.
Was macht Champagne Salon so besonders, ist, dass es ein Champagner ist, der der ganze Gegenteil eines traditionellen Champagners ist. Das heißt, hier werden die Weine nicht gemischt, sondern es ist eine einzige Weinlage, Le Ménil-sur-Auger, eine einzige Traube, Chardonnay, und aus einem einzigen Jahrgang. Die Auswahl der Traube, die Auswahl der Herkunft, die Auswahl des Jahrgangs, des Jahres sind natürlich wichtig, aber es gibt vielleicht noch was Wichtigeres, und zwar die Pflege des Weinbergs. Das ist die Basis für einen Jahrhundert-Champagner. Zum Beispiel setzen wir Gras an in unserem Weinberg, damit die Trauben nicht, die zukünftigen Trauben nicht verderben. Das ist eine Art und Weise, wie man die Pflanze balancieren kann. Also wir sind sehr stolz darauf, dass wir diese ökologische, umweltfreundliche Kultur haben, damit wir besser die Pflanzen respektieren können, den Boden respektieren können und endlich den Kunden respektieren können. Trotz des außergewöhnlichen Aufwandes wurden seit Gründung des Hauses nur 38 Jahrgänge abgefüllt. Jeder Jahrgang wird dann in der Hall of Fame der Champions League des Hauses präsentiert. Es ist jetzt hier unsere Ahnengalerie. Das ist die Sammlung von Champagne Salon. Und da kann man hier sehen, dass das erste Jahr hier 1921 war. Und dass man weitergeht mit 25, 28, 34. Also man versteht, dass es einige Jahre natürlich fehlen. Und der Grund ist, dass Champagne Salon stellt einfach nur die besten Jahrgänge auf den Markt. Wir nehmen nicht jede aus Lese, sondern nur die besten, die lesen, wo man die beste Qualität kriegt. Und das war zum Beispiel der Fall für diesen unglaublichen 59. Das war ein sehr heißes Jahr. Wir haben genug Reife bekommen, und aber auch einen schönen Säuregehalt, was für uns sehr, sehr wichtig ist. Diese ausgesprochene Rarität steigert natürlich auch die Begehrlichkeit. Doch nur wenige kommen in den Genuss, das Perlen am Gaumen zu verspüren. So knallen die Korken von Salon zum Beispiel im Élysée-Palast und bringen Präsidenten wie Staatsgäste in Verzückung. Wir sehen hier einige Menüs, verschiedene Menüs hier vom Élysée-Palast, wo für Staatsgäste Champagne Salon serviert wird. Es ist nicht für zu jedem Mittagessen, aber für besondere Staatsgäste ausschließlich. Ob Champagne Salon für Frau Merkel ausgeschenkt wird, weiß ich nicht. Wir setzen unsere prickelnde Safari fort und geben den Geschmacksnerven erste Streicheleinheiten bei der Verkostung einer weiteren traditionsreichen Marke, de la Motte, ebenfalls in Le Ménil-sur-Auger ansässig. Das Haus wurde bereits 1760 von François de la Motte gegründet. Hier erhalten wir auch die wichtigsten Champagnerfakten. Ein klassischer Brut ist ein Wein, der aus verschiedenen Jahrgängen, aus verschiedenen Lagen, aus verschiedenen Rebsorten hergestellt wird, zusammengesetzt wird. Das heißt, es gibt normalerweise drei verschiedene Jahrgänge und drei Rebsorten, Pinot Noir, Pinot Meunier und Chardonnay, und mehrere Lagen, das heißt verschiedene Ortschaften in der Gegend. Die Reben stammen aus verschiedenen Orten, was wir hier ein Grün nennen, eine Lage. Mhm. Was Blanc de Blanc heißt, heißt ein Champagner, der ausschließlich mit der weißen Rebsorte hergestellt wird, und zwar Chardonnay, die einzige weiße Rebsorte. Man hat hier viele frische, viele Mineralität auch, also ein perfekt Aperitif. Der Blanc de Blanc Millésime ist dann die Königsklasse. Er umfasst nur einen Jahrgang von einer Rebsorte und einer Lage.
Und hier im Kellergewölbe lagern die Schätze. In regelmäßigen Abständen werden die Flaschen gedreht, rütteln im Fachjargon. Because it was for his estomac. Leila hat da schon weitaus bessere Manieren. Zwar schnappt auch sie manchmal nach einem Leckerli, aber in erster Linie will sie ihrem Herrchen eine Freude bereiten, was jedoch nicht immer gelingt. Small truffle. Unfortunately, it's not me. Leider war es nicht ich, der hier den größten Trüffel entdeckt hat. Meine Mutter hat ihn mit einem unserer Hunde gefunden. Ich war sehr traurig, dass ich ihn nicht gefunden habe. Denn jedes Mal, wenn du auf Trüffelsuche gehst, hoffst du natürlich, dass du den größten findest. Der größte wog 350 Gramm. Ein stolzes Gewicht, gewiss auch für einen stolzen Preis. In seinem Haus hat Benoit ein kleines Museum mit Shop eingerichtet. Er zeigt uns, wie vielfältig der Trüffel verarbeitet werden kann, ohne seinen Charakter zu verlieren. Wir haben hier Trüffelbutter. Die lässt sich sehr leicht herstellen. Trüffelbutter schmeckt zum Beispiel hervorragend auf Toast. Oder ein Tipp, wenn Sie Freunde eingeladen haben, Trüffelbutter mit einem Glas Champagner. Sehr gut. Zudem stellt Benoit auch Öle sowie Trüffelcreme zum Verfeinern von Soßen her und ein weiteres bemerkenswertes Produkt. In der Champagne verarbeiten wir auch Trüffel zu Gewürzen, wie hier dieses Trüffelsalz. Damit verfeinern wir zum Beispiel Fleisch beim Braten oder würzen auch unsere Pommes damit. In unserem Restaurant haben wir ein spezielles Menü mit Trüffel kreiert, angefangen bei der Vorspeise bis hin zum Dessert. Jeder Gang wird mit Trüffel zubereitet. Aber dennoch bin ich der Ansicht, dass man den Trüffel am besten und auch intensivsten auf einem frischen und knusprigen Baguette genießen kann. Denn die Trüffelbutter eignet sich ideal, den Trüffelgeschmack zu kompensieren. Also um den Geschmack unverfälscht zu erleben, empfehle ich Trüffelbutter oder Creme. Bei diesem Anblick erklärt sich auch, warum Benoit gewiss morgen schon wieder mit Leila durch die Bäume streift. Unser kulinarischer Streifzug durch die Champagne führt uns weiter nach Tours-sur-Marne. Die Eindrücke am Wegesrand verraten, dass wir wieder auf der Suche nach einer neuen Champagner-Geschichte sind. Und die wird uns in einem der renommiertesten Häuser der Region erzählt, bei Laurent Perrier. Das Gut wurde 1812 gegründet und insbesondere von Bernard Nonacourt geprägt, dessen bewegende Lebensgeschichte man bis heute in jedem Winkel entdecken kann. Den Bogen aus der Römerzeit, den Sie dort hinten sehen, hat Bernard Nonacourt hier im Garten wieder aufgebaut. Er war ein großer Sammler und Liebhaber von schönen Dingen. Mit seiner Liebe zum Detail hat er auch den Stil von Laurent Perrier geprägt. Bernard war den Menschen sehr nahe, aber insbesondere die Natur hat es ihm angetan. Und deshalb investiert unser Haus auch heute noch sehr viel in diese Parkanlage, sowie in die umliegenden Gärten. In diesem Jahr haben wir sogar in London den ersten Platz für die schönste Gartenarchitektur gewonnen, eine sehr begehrte Trophäe. Der Preis wurde sogar von der Königin persönlich verliehen. Hier sehen Sie eine alte Weinpresse, die heute natürlich nicht mehr verwendet wird. Aber sie zeigt sehr anschaulich, wie früher der Wein und schließlich der Champagner hergestellt wurde. Das ist ein wichtiger Teil unserer Geschichte und deshalb schmückt sie auch diesen Park. Der Erhalt der Werte ist ein wichtiger Teil in der Firmenphilosophie. Hier direkt vor unserem Weingut wachsen auch unsere Chardonnay-Rebstöcke. Chardonnay ist der typische Wein unseres Hauses. Er prägt ganz klar den Stil und den Charakter unseres Champagners. Er verkörpert Frische, Eleganz und Feingefühl. Und das verdanken wir eben dieser Rebsorte. Neben Chardonnay bauen wir hier aber auch noch Pinot Noir an.
Das Haus erntet zudem die Trauben an den besten Lagen in der Region. Ein wichtiger Garant für gleichbleibende Qualität, mit der die Marke gerade unter Bernard Weltruf erlangte. Hier befinden wir uns vor dem großen Ehrenhof. Hier werden immer unsere berühmten Gäste empfangen. Prinz Charles zum Beispiel war hier schon zu Gast und auch Mitglieder anderer Königshäuser. Aber diese Besuche sind für die Öffentlichkeit nicht zugänglich. Alles bleibt privat und diskret. Eine Einladung ist wirklich ein sehr großes Privileg. Jetzt geht es hinab in das Allerheiligste. An keinem anderen Ort wird einem die Geschichte von Laurent Perrier so bewusst und erlebnisreich erzählt wie im Kellergewölbe. In jedem Raum trifft man auf eine neue Epoche, so auch auf die Einführung des Grand Siècle in der unverwechselbaren Flaschenform, eine Hommage an die Kunst und Kultur des 17. Jahrhunderts. Wir sind hier in den Kellergewölben und hier haben wir uralte Flaschen aus dem 17. Jahrhundert, die dem Haus Laurent Perrier als Inspiration für den Grand Siècle gedient haben. Es ist für uns auch eine Reminiszenz an die Zeit Ludwigs des 14., eine Epoche, in der die Kulinarik, die Kunst und die Kultur in Frankreich zu neuer Blüte erweckt wurden. Im Gegensatz zu anderen Häusern sieht man sich nicht auf Siegerpodesten der Formel 1 oder großen Champagnergelagen der Prominenz. Man verkörpert vielmehr das familiäre Erbe und den Geist der jeweiligen Persönlichkeiten und deren Innovationen. So war es auch Mathilde Perrier, die mit ihren Visionen und Erfindungen Maßstäbe setzte. Mathilde Perrier und Eugène Laurent haben die Firma gemeinsam gegründet und ihr daher auch den Namen gegeben. Als Eugène Laurent starb, hat sie das Unternehmen alleine weitergeführt und war hierbei sehr innovativ. So war sie die Erste, der es gelungen ist, ein besonderes Verfahren zu entwickeln, in dem man Champagner ohne Süße herstellt. Das heißt, beim Keltern des Weines kommt sie völlig ohne Zugabe von Zucker aus. Im Keller gehen die Jahrzehnte auch architektonisch fließend ineinander über. Fast stylisch mutet der Reifekeller an. Hier in diesem Raum lagern unsere wertvollsten Schätze, der Chardonnay und der Pinot Noir. Aus diesen Weinen stellen wir unseren berühmten Grand Siècle her. Die Weine hierfür stammen ausschließlich aus Grand Cru-Lagen. Aus diesen großen Lagen werden dann die erlesensten Chardonnay- und Pinot Noir-Reben gemischt. Die Cuvée Grand Siècle ist eine Mischung aus den besten Jahrgängen, den besten Lagen und den besten Weingütern. Hier sehen Sie die Fässer mit Chardonnay und Pinot Noir. Man fühlt sich hier wie im Spiegelsaal von Versailles. Hier schlummern jeweils 14 verschiedene Chardonnay- und Pinot Noir-Sorten. Dieser Gang ist das Herzstück des Weingutes. Im historischen Teil des Kellers lagert der Champagner, exakt sortiert nach Jahrgängen. Ein unüberschaubares Labyrinth an Gängen, Sälen, Räumen und Nischen. Über 200 Jahre Geschichte wird hier erzählt.